Ich komme nun zur Tagesordnung. Hier werden Zusatzpunkt 6, Tagesordnungspunkt 20, Buchstabe B und Buchstabe C sowie Tagesordnungspunkt 40, Buchstabe D, abgesetzt. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 10a und 10b, Beratung mehrerer Vorlagen zur Einführung eines Bürgergeldes. Wir werden später drei namentliche Abstimmungen durchführen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne nun die Aussprache und das Wort hat zu Beginn der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte gestern die Gelegenheit, ein Start-up-Unternehmen gestern Nachmittag in Berlin-Wedding zu besuchen. Das Unternehmen heißt Factory. Es ist ein Unternehmen, das mittels einer digitalen Plattform Zulieferteile für Maschinenbauunternehmen vermittelt. Das Unternehmen hat 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat sich entschieden, in den letzten Jahren 5 langzeitarbeitslose Menschen einzustellen. Langzeitarbeitslose Menschen, die vom sozialen Arbeitsmarkt profitieren, mit Lohnkostenzuschüssen. Ich habe gestern auch die Gelegenheit gehabt, mit dreien dieser Menschen zu sprechen. Dabei war ein Mann, der sage und schreibe 15 Jahre lang arbeitslos war. Und das nicht, weil er zu faul war, sondern weil er einen Schicksalsschlag hatte. Er hatte Bankkaufmann gelernt, hat gearbeitet, er ist dann erkrankt, er hat seine Arbeit verloren. Es war eine langjährige Erkrankung, es ging ihm irgendwann gesundheitlich besser. Aber er hat jahrelang sich die Finger wund geschrieben nach langen Jahren der Arbeitslosigkeit, ohne eine Chance auf Arbeit wieder zu bekommen, weil er zu lange draußen war. Er hat mal eine Maßnahme bekommen, Bewerbungstraining, aber er hat nicht wirklich Arbeit finden können. Meine Damen und Herren, dieser Mann ist heute in der Buchhaltung des Unternehmens. Er ist ein wertvoller Mitarbeiter in Zeiten, in denen händeringend Arbeits- und Fachkräfte gesorgt werden. Und was wir mit dem Bürgergeld machen, ist, dass wir den sozialen Arbeitsmarkt entfristen, damit wir Menschen wie diesem eine Chance auf selbstbestimmtes Leben in Arbeit geben, meine Damen. Das Bürgergeld, meine Damen und Herren, ist die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren. Wir verfolgen als Bundesregierung, als Koalition damit vor allen Dingen zwei Ziele. Ja, es geht darum, dass Menschen, die in existenzielle Not geraten sind, verlässlich und so unbürokratisch wie möglich abgesichert werden. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen nicht nur Schutz geben in Zeiten der Not. Wir wollen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben schaffen. Ich habe es eben am Beispiel dieses Mannes am sozialen Arbeitsmarkt beschrieben. Aber wir sagen das auch mit Blick auf die Realität der Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland. Wenn es so ist, dass 2/3 der langzeitarbeitslosen Menschen heute keinen abgeschlossenen Berufsabschluss haben und sie im alten Hartz-IV-System dann hin und wieder vielleicht mal in Hilfstätigkeiten vermittelt werden, aber das Jobcenter sie nach ein paar Monaten wieder sieht und sie nicht dauerhaft nachhaltig in Arbeit vermittelt werden, dann ist im System was falsch. Mit dem Bürgergeld ändern wir das. Wir schaffen die Chance, dass Menschen nicht in Hilfstätigkeiten vermittelt werden müssen, sondern einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das ist auch ein Beitrag zur Fachkräfte- und Arbeitskräftesicherung. Mit dem Bürgergeld reagieren wir auf zwei fundamentale Veränderungen. Erstens ist der Arbeitsmarkt heute ein völlig anderer als vor 20 Jahren. Damals hatten wir Massenarbeitslosigkeit, heute in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel. Und zweitens ist es wichtig, aus den Erfahrungen der Krisen der letzten Jahre, auch der aktuellen Krise, zu lernen, wenn es darum geht, für weniger Bürokratie im System und für mehr Respekt für die Menschen zu sorgen. Für Notlagen, meine Damen und Herren, brauchen wir Lösungen, die funktionieren, so unbürokratisch und so bürgerfreundlich wie möglich. Wir sorgen mit dem Bürgergeld dafür, dass wir überflüssige Bürokratie in den Jobcentern abbauen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jobcenter, die übrigens eine hervorragende Arbeit leisten, tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ein Beispiel ist das, was die Jobcenter immer gefordert haben, zum Beispiel eine Bagatellgrenze für Kleinstbeträge, wo Menschen mit bescheiden Belästigten überzogen werden. Da lohnt weder Aufwand noch Nutzen. Das schaffen wir ab. Vor allen Dingen, meine Damen und Herren, aber sorgen wir für angemessenen Schutz. Ein wichtiger Teil der Reform ist die Erhöhung des Regelsatzes. Es geht darum, dass das Bürgergeld
was die Erhöhung und Anpassung der Regelsätze betrifft, der Inflationsentwicklung zukünftig nicht mehr hinterherlaufen. Das ist gerade jetzt besonders wichtig. Aber ich sage auch klar und deutlich, damit kann es nicht getan sein. Die Qualität eines Sozialstaats bemisst sich nicht allein an der Höhe des sozialen Transfers, sondern die Qualität des Sozialstaats bemisst sich vor allen Dingen daran, wie sehr er in der Lage ist, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben am Arbeit zu bringen. Und ich sage es noch mal am Beispiel des Mannes, den ich eingangs genannt habe. Der hat mir erzählt, was er in den 15 Jahren erlebt hat, wie er sich die Finger wund geschrieben hat, wie ihm die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und dem Mann geht es heute besser in Arbeit. Er sagt, ich fühle mich wertgeschätzt. Ich leiste was. Ich habe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, für die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Geld verdienen, aber es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und damit sorgen wir auch mit Bürgergeld dafür, dass Leistung sich lohnt. Und wir setzen Anreize, einen Berufsabschluss nachzuholen. Wir ermöglichen das nicht nur, denn wer das einmal bei Menschen erlebt hat, die einen Berufsabschluss verpasst haben, die sich dann wieder aufrappeln, das ist sehr anstrengend. Und wir wollen, dass Leistung zählt und dass auch mit finanziellen Anreizen belohnt wird mit dem Weiterbildungsgeld. Wir werden dafür sorgen, und da bin ich den Koalitionsfraktionen sehr dankbar, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir Zuverdienstgrenzen im Bürgergeld erhöhen, damit Leistung sich lohnt. Das war nicht nur ein Anliegen der FDP, aber die FDP hat sich besonders dafür eingesetzt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt, meine Damen und Herren, muss ich an die Adresse der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mal meiner Verwunderung Ausdruck bringen, dass Sie heute den Antrag stellen, dass nur der Regelsatz erhöht wird. Wenn Sie wochenlang rumlaufen und sagen, mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeit nicht mehr und gleichzeitig nur den Regelsatz erhöhen, dann ist da ein gewisser logischer Bruch, um es ganz freundlich zu sagen. Merken Sie selbst einmal. Denn Arbeit muss einen Unterschied machen. Arbeit muss sich lohnen in Deutschland. Und dafür sorgt die Koalition. Deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht, meine Damen und Herren, auf 12 Euro. Und die CDU-CSU hat nicht mitgestimmt. Deshalb kämpfen wir für mehr Tarifbindung und brauchen auch da noch ein bisschen Unterstützung. Kann die Union sich auch verdient machen. Deshalb haben wir das Wohngeld heute auf der Tagesordnung, gerade in diesen Zeiten. Deshalb haben wir Beiträge und Steuern für Geringverdiener besorgt. Denn Arbeit muss einen Unterschied machen. Aber in diesen Zeiten, in denen die gesellschaftliche Stimmung angespannt ist aufgrund der Krise, werden und dürfen keine Demokratinnen und Demokraten zulassen, dass geringverdienende Menschen gegen bedürftige Menschen ausgespielt werden. Wir müssen die gesamte Gesellschaft im Blick haben und dieses Land zusammenhalten. Ich will mich mit zwei Kritikpunkten noch auseinandersetzen, die heute auch vorgetragen werden. Zum einen die sogenannte Karenzzeit, in der wir uns erstmal, wenn Menschen bedürftig geworden sind, nicht angucken, die Angemessenheit des Wohnraums, weil wir eben Menschen nicht verunsichern wollen, die notgeraten sind, dass sie auch noch ihre Wohnung verlieren, sondern sich darauf konzentrieren können, wieder in Arbeit zu kommen. Und richtig, wir greifen kleines Erspartes auch nicht an. Das haben wir übrigens mit der CDU mal eingeführt vor zwei Jahren. Weil wir da in der Krise erlebt haben, wie das ist, wenn Soloselbstständige beispielsweise auf einmal in Not geraten und dann ihr ganzes Erspartes aufhauen müssen. Das ist auch eine Frage des Respekts vor Lebensleistung. Leistung muss sich lohnen in Deutschland, meine Damen und Herren. Dann wird noch behauptet, es gäbe keine Sanktionen mehr. Richtig ist, dass wir die Sanktionen und Mitwirkungspflichten auf die Bereiche konzentrieren, auf die hartnäckigen Fälle, in denen das notwendig ist. Aber der Geist des Bürgergelds, meine Damen und Herren, ist nicht der, dass wir alle Menschen, die langzeitarbeitslos sind, unter Verdacht stellen, zu faul zu sein, zu arbeiten. Die meisten wollen arbeiten. Der Geist des Bürgergelds ist der der Solidarität, des Zutrauens, der Ermutigung. Und deshalb haben wir gute Gründe, das heute zu beschließen. Am Montag ist der Bundesrat dran. Vielleicht gibt es eine Mehrheit dafür. Wir haben gute Argumente zu überzeugen. Unsere Hand ist ausgestreckt. Wir haben viele Anträge des Bundesrates übernommen, auch von unionsgeführten Ländern. Ich hoffe da auf Vernunft statt auf Parteitaktik. Denn da sitzen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und eben nicht Mitarbeiter einer Parteizentrale. Aber falls es am Montag noch keine Mehrheit im Bundesrat gibt, wird die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss anrufen. Dann haben wir die Gelegenheit, in einem schnellen Verfahren dafür zu sorgen, dass das Bürgergeld am 1. Januar in Kraft tritt. Es wird dann gestuft umgesetzt, damit die Jobcenter nicht überlastet werden. Aber wichtig ist, meine Damen und Herren, dass wir die im Blick haben, um die es geht. Die Menschen, die jetzt auf das Bürgergeld angewiesen sind. Herzlichen Dank.
Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, mit seinen Erläuterungen zum Bürgergeldgesetz. Und jetzt folgt ihm Hermann Gröhr, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, der, wie wir wissen, aus dem Interview vor wenigen Minuten da eine deutlich andere Position hat. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ja, Herr Minister, es geht um Menschen wie den von Ihnen genannten Langzeitarbeitslosen, die wir besser in Arbeit vermitteln, besser unterstützen wollen. Und deswegen ist es richtig, dass Sie den sozialen Arbeitsmarkt, den wir gemeinsam geschaffen haben, entfristen. Aber es ist völlig verfehlt, dass Sie in dem Bereich der Integration in Arbeit 600 Millionen Euro kürzen wollen. Tun Sie doch nicht so, als hilft ein neuer Name, wenn Sie beim Geld für die Jobcenter kürzen. Für uns als Union war stets klar, Vorfahrt für Vermittlung. Wir halten am Fördern fest, aber wir müssen beim Fördern besser werden. Wir wollen nicht, dass alles so bleibt, wie Sie es permanent unterstellen. Bis heute verweigern Sie jede sachliche Debatte über die grundsätzlichen Webfehler Ihres Gesetzes. Ich dachte zunächst, das sei die Ampel Angst vor Argumenten. Inzwischen weiß ich, Sie haben sogar vor unseren Fragen Angst. Es ist doch ungeheuerlich, dass Sie es der Opposition verweigern, den Bundesrechnungshof in einer Anhörung dieses Parlaments zu befragen, eine Institution, der das Grundgesetz richterliche Unabhängigkeit zuschreibt. Und Sie wollen diese Antworten nicht im Parlament hören. Unglaublich! Glauben Sie eigentlich im Ernst, die Arroganz der Mehrheit im Bundestag erhöht die Chancen auf eine Mehrheit im Bundesrat? Wer empfiehlt Ihnen eigentlich so absurde Strategien? Das ist doch unglaublich. Ja, die Zeit wird knapp. Wir wollen am 1. Januar bessere Bedingungen für die Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Aber der Kabinettszeitplan ist der Kabinettszeitplan der Ampel. Der Parlamentszeitplan ist der Parlamentszeitplan der Ampel. Wir haben zu keiner Zeit irgendetwas verzögert. Im Gegenteil, es waren die Arbeitsministerinnen und Minister der Union, die vor einer Woche an Sie als Fraktionen der Ampel geschrieben haben, um welche grundsätzlichen Bedenken es ging. Wir wollten uns ein Vermittlungsverfahren ersparen. Wir wollten Ihnen die Gelegenheit geben, sich zu korrigieren. Sie haben die ungenutzt verstreichen lassen. Und trotz aller persönlichen Herabsetzungen sei mal darauf hingewiesen, die Personalräte der Jobcenter drängen auf eine Verschiebung. Sie schreiben, lesen Sie den Brandbrief, Sie drängen darauf. Herr Dürr, also im Schulhof gilt, wer brüllt, hat Unrecht. Für Herrn Dürr gilt das sogar im Parlament. Meine Damen, meine Herren, also das ist originell. Also, jetzt lassen Sie mich mal etwas zu den Personalräten sagen. Dass die FDP sich nicht dafür interessiert, ist ja in Ordnung. Aber so kaltschnäuzig wie die SPD mit diesen Personalräten umgeht, sollten Sie aufhören, andere über Mitbestimmung zu belehren. Das ist die Wahrheit. Da schreiben Ihnen Personalräte, dass die Kolleginnen und Kollegen den Tränen nahe sind und schlagen vor, vorzuziehen die Regelsatzerhöhung. Das ist der Vorschlag von Friedrich Merz. Sie wischen dies vom Tisch. Meine Damen, meine Herren, wir sind für die möglichst zeitnahe Erhöhung. Darum geht es. Es geht niemand darum, irgendjemand gegeneinander auszuspielen. Es geht darum, ein Ja zu haben zu den höheren Regelsätzen und in den Blick zu nehmen die Lage der Menschen mit geringem Einkommen. Und Herr Klingbeil, ich zitiere Ihren Vorgänger, Sigmar Gabriel. Er sagt, er sei kein besonderer Fan des Bürgergelds. Dann geht es weiter. Es führe dazu, Zitat Gabriel, dass diejenigen, die als wenig qualifiziert im Handwerk arbeiten, im Zweifel keinen ökonomischen Anreiz mehr haben, arbeiten zu gehen. Ihr Vorgänger, nach Ihrem Niveau müssten Sie jetzt Genosse Trump sagen. Das ist nur arg peinlich. Und Christian Lindner erklärt, wenn der Regelsatz steigt, dann müsse der Grundfreibetrag erhöht werden. Damit räumt er genau ein, dass wir recht haben. Ich befürchte nur, der FDP-Vorsitzende Lindner wird ihm vorwerfen, das sei Schäbigkeitswettbewerb. So ist das, wenn man ein bisschen schizophren argumentiert. Sie lehnen es ab. Sie wollen es heute ablehnen.
den Regelsatz zu erhöhen, aber dann haben Sie am Montag kein Recht, die Länder damit unter Druck zu setzen. Man müsse Ihrem Gesetz uneingeschränkt zustimmen, sonst enthalte man Arbeitslosen die fällige Erhöhung vor. Ab heute gibt es eine Namensliste, wer war dafür und wer war dagegen. Das ist sehr eindeutig. Und da Sie am liebsten schreien, sage ich Ihnen, mit Denkverboten kommen Sie nicht weiter. Und ich sage sehr deutlich, wir wollen nicht lediglich eine Erhöhung der Regelsätze. Wir wollen auch. Wir haben Vorschläge gemacht. Wir lehnen auch nicht alles bei Ihnen ab. Um das klar zu sagen, Hinzuverdienstgrenzen erhöhen, haben wir uns als Unionsfraktion zu bekannt. Nein, das stimmt einfach nicht. Aber Sie packen die zentralen Webfehler nicht ein. Es geht eben im Kern um ein Schonvermögen bei einer Bedarfsgemeinschaft mit zwei Kindern von 150.000 Euro, die man besitzen kann und trotzdem Bürgergeld bekommen kann. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann von einem solchen Vermögen nur träumen. Und wissen Sie, Sie gefährden damit die Fairness. Sie gefährden damit die Fairness in diesem Land. Aber was viel schlimmer ist, Sie gefährden damit die Chancen auf Vermittlung in Arbeit. Erlauben Sie mir, einen Landrat zu zitieren. Es ist unerklärlich, dass in einer Zeit, in der die Gesellschaft zur Bewältigung von Krisen und ihren Aufgaben zwingend das Arbeitskräftepotenzial erhöhen muss, die Wege aus der Arbeitslosigkeit eingeschränkt und die Wege in die Arbeitslosigkeit erleichtert werden. Dieser Landrat Peter Pohlmann ist Mitglied der SPD in Niedersachsen. Herr Klingbeil, wahrscheinlich auch so ein Genosse Trump. Es ist doch ungeheuerlich. Sie preisen sich für die angeblich größte Sozialstaatsreform. Aber Sie wischen weg die Kritik des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Sie wischen weg die Kritik des Deutschen Städtetages. Sie wischen weg die Kritik des Landkreistages. Wie viel ideologische Verbohrtheit braucht man eigentlich, um so mit der Kritik derjenigen umzugehen, die unseren Sozialstaat vor Ort tragen? Mit dieser Arroganz bringen Sie den Sozialstaat nicht nach vorne. Mit dieser Arroganz werden Sie scheitern. Hermann Gröhe war das, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, hat einige Punkte hier natürlich auch noch mal betont, die wir schon im Interview mit ihm gehört haben, heute um 8:45, wo es auch, ich sag's mal vorsichtig, lebendig zuging. Britta Hasselmann ist die nächste Rednerin in dieser Aussprache, der ja nicht nur der Gesetzentwurf der Koalition zugrunde liegt, sondern auch drei Anträge aus der Linksfraktion und einer aus der AfD-Fraktion zum Thema Bürgergeldgesetz. Und jetzt, wie gesagt, Britta Hasselmann, die Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Diskussion über eine dieser größten Sozialreformen der letzten Jahrzehnte, nämlich das Bürgergeld, ist eine sehr wichtige und sie wird sehr kontrovers geführt. Lieber Hermann Gröhe, ich habe Sie hier schon sehr oft reden gehört und ich schätze Sie sehr. Aber Ihre Rede hat gezeigt, wie schwer es Ihnen fällt, die Position von Friedrich Merz und Söder zu vertreten. Meine Damen und Herren, wer keine Argumente in der Sache hat, verliert sich im Verfahren. Und das wird dem Anliegen, das mit dem Bürgergeld verbunden wird, mit den vielen Menschen, die davon profitieren werden und die betroffen sind, in keiner Weise gerecht, meine Damen und Herren. Und eins steht auch fest. Friedrich Merz spitzt zwar die Lippen öffentlich, ja, und er ergeht sich in Vorurteilen gegenüber Menschen, die betroffen sind, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die arm sind, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben, schürt Sozialneid ohne Ende, eine solche soziale Kälte in Krisenzeiten kaum zu ertragen und verantwortungslos. Aber hier im Parlament
kneift er heute. Es ist auch einfacher, Interviews zu geben, bei denen keiner widersprechen kann, meine Damen und Herren. Weil heute wären wir mit Ihren Argumenten, die Sie öffentlich führen, mit Ihnen hier scharf ins Gericht gegangen, meine Damen und Herren. Aber, meine Damen und Herren, es geht halt um die Lebenswirklichkeiten. Die sind in diesem Land verschieden. Und wie soll jemand, der in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit lebt und sich vielleicht überlegen muss, ob er zur Party mit dem Privatjet oder mit dem Auto oder dem Zug fliegt, wie soll so jemand sich in die Lebenswirklichkeit einer alleinerziehenden Frau versetzen, die überlegen muss, ob sie ein paar neue Turnschuhe für das Kind kaufen kann oder ob sie vielleicht heute einen Ausflug machen kann in eine Eisdiele und mehr als 3 Kugeln Eis für ihre 3 Kinder drin sind. Da kann man auch nicht erwarten, dass man sich da reinversetzen kann. Aber was ich von Ihnen erwarte, ist Respekt. Respekt vor der Lebenslage eines jeden Menschen. Und den haben Sie nicht. Meine Damen und Herren, das Bürgergeld ist viel mehr als eine Regelsatzerhöhung. Und deshalb beschließen wir es heute auch insgesamt. Es ist eine Reform des Arbeitsmarktes. Es wird Veränderungen bringen. Denn, meine Damen und Herren, das Bürgergeld schafft Qualifizierung und Weiterbildung. Es schafft Perspektiven für Menschen. Und selbstverständlich geht es um Vermittlung. Aber es geht nicht mehr einfach nur um bloße Vermittlung, sondern um Qualifizierung und Beschäftigung, meine Damen und Herren. Es geht um Fortbildung, es geht um Kooperationsperspektiven. Und wenn man keine Ahnung hat vom Thema, dann kann man das vielleicht nicht sehen. Aber es ist der Ansatz, die Brücke für Menschen in den Arbeitsmarkt zu verbessern, indem man ihnen Qualifizierung und Weiterbildung gibt und nicht einfach nur auf prekäre Arbeits- oder Hilfsarbeitsangebote setzt. Und das ist mit der Bürgergeldreform verbunden. Und da kann niemand dagegen sein. Und wenn man die Rede von Karl-Josef Laumann im Bundesrat gehört hat, hat er uns doch gerade da unterstützt, Hubertus Heil, bei der Frage, wir brauchen mehr Qualifizierung, Weiterbildung, wir brauchen Fortbildung und. Alles wichtige Maßnahmen, von denen ist nichts mehr zu hören auf dieser Seite. Denn Sachargumente spielen keine Rolle, meine Damen und Herren. Es ist auch eine enorme Chance zur Entbürokratisierung. Es ist eine enorme Chance auch für Wirtschaft, Handwerk und Industrie, denn die warten alle auf Facharbeitskräfte. Wir haben eine Fachkräftekrise in dieser Gesellschaft. Und es ist wichtig, deshalb diese beiden Fragen zu verknüpfen. All das ist mit dem Bürgergeld verbunden. Und Sie wissen es im Kern auch, meine Damen und Herren. Und die Anpassung der Regelsätze in dieser Krisenzeit ist natürlich mehr als notwendig, denn viele der Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, wissen doch am 20. des Monats nicht mehr, wie sie bis zum 31. kommen, angesichts der Verteuerung der Lebenssituation. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist insgesamt ein gutes Paket, eine soziale Reform, die eben auf Vermittlung, auf die Frage von Qualifizierung und Beschäftigung, auf Ermutigung und Hilfe setzt. Und deshalb lassen Sie uns darüber weiter diskutieren. Wir hoffen auf die Zustimmung und Unterstützung vieler. Danke. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Norbert Kleinwächter. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir stehen an der Seite derer, die hart arbeiten,
die einen Schicksalsschlag erleiden und dann auf unsere Hilfe angewiesen sind. Deswegen befürworten wir die Erhöhung des Regelsatzes im SGB II, meine Damen und Herren. Denn es sind nicht unsere Arbeitslosen, die für diese völlig irren Preissteigerungen verantwortlich sind. Die Verantwortung dafür tragen unsere Bundesregierung, die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank mit ihrer völlig wirren Niedrigzins- und Transformationspolitik. Und vor dieser Politik müssen wir die Menschen und unsere Arbeitslosen auch schützen. Aber das Bürgergeld geht ja noch viel weiter. Das Bürgergeld hilft nicht denen, die arbeiten wollen, hilft nicht denen, die Leistung zeigen wollen. Das Bürgergeld unterstützt diejenigen, die nicht arbeiten wollen. Und deswegen ist es unsozial. Sie bringen Leistungen aus an Leute, die nicht arbeiten wollen, auf Kosten und Lasten derer, die jeden Morgen zur Arbeit gehen, einstempeln, ausstempeln, die Verantwortung tragen in ihren Berufen, die auch ein Risiko eingehen in ihren Berufen, ihr Risiko, einen Job zu verlieren, ihr Risiko, vielleicht ihren Wohlstand zu verlieren, wenn sie selbstständig sind, ihr Risiko, ihre Gesundheit zu verlieren. Ein Risiko geht ein Bürgergeldempfänger nicht ein, meine Damen und Herren. Und schauen wir uns doch mal die Verbesserungen an. Sie nennen das ja so, die Sie da vorschlagen. Wem nützt es denn, dass man ein Einfamilienhaus im Münchner Nobelvorort behalten kann mit 140 Quadratmeter Wohnfläche und einem Wert von über 1 Million Euro? Ist dieser Mensch bedürftig? Nein, er ist es nicht. Wem nützt es denn, dass man in unbegrenzter Höhe Wohn- und Heizkosten, jetzt nennen Sie es ja Übernahme angemessener Heizkosten bei einer unangemessenen Wohnfläche, dass man das alles machen darf? Das nützt doch nicht demjenigen, der schon immer angemessen und vernünftig gewohnt hat, meine Damen und Herren. Und wem nützt es, dass 6 Monate lang man sich vor seine Jobcenter-Mitarbeiterin setzen kann, sie breit angrinsen kann, sagen kann, ich habe keine Lust und es passiert genau gar nichts. Das hilft nicht denjenigen, die arbeiten wollen. Das hilft nur denjenigen, die nicht arbeiten wollen. Und deswegen ist Ihr Bürgergeld keine Reform des Sozialstaats, sondern eine Beleidigung des Sozialstaats. Und wie simpel Grün-Rot denkt, das hat ja Frau Hasselmann gerade dargestellt. Aber dass ich ausgerechnet der FDP mal die Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenhalts erklären müsste, das hätte ich mir nicht gedacht. Aber ich tue es trotzdem. Unsere Gesellschaft basiert auf einem ständigen Geben und Nehmen. In Wirtschaft, in Handel, in der Arbeit. Ja, man gibt Leistung, man bekommt ein Gehalt. In der Schule, man gibt Aufmerksamkeit, man bekommt Bildung. Nur im Bürgergeld, da gibt man gar nichts. Und man bekommt trotzdem, meine Damen und Herren. Und man bekommt sogar so viel, dass ein Niedriglohnempfänger fast schlechter dasteht als ein Bürgergeldempfänger. Und da müssen wir uns doch nicht wundern, Frau Naser, da müssen wir uns doch nicht wundern, dass Leute, statt selber auf den Bau zu gehen, lieber bei RTL 2 anderen beim Bauen zugucken. Nur davon hilft, davon profitiert unsere Wirtschaft nicht. Wir haben fast 1 Million offene Stellen im niedrig- und unqualifizierten Bereich. Und Sie reden von Qualifizierung, übrigens auch für diejenigen, die sich nie haben qualifizieren wollen. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Mit dem Bürgergeld helfen Sie niemandem, der wirklich Hilfe braucht. Sie verhöhnen diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, und Sie stigmatisieren diejenigen, die wirklich nicht arbeiten können. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung werden die doch in einen Topf geworfen mit all den Couch Potatoes, die eben nicht können, sondern die nicht wollen. Ein Sozialsystem muss diejenigen schützen, die arbeiten. Denjenigen helfen, die es nicht können, und diejenigen motivieren, die es nicht wollen. Norbert Kleinwächter ist stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion und der Bundestag diskutiert über das Bürgergeldgesetz der Koalition. Nächster Redner Johannes Vogel ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion und hat mal eine Bundesagentur-Filiale in Wuppertal-Solingen geleitet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie lebt vom Wettstreit der Argumente. Und die Opposition soll deswegen natürlich die Koalition kritisieren, auch beim Bürgergeld. Nehmen wir das Beispiel Schonvermögen. Wir sind der Meinung, dass, wenn zum Beispiel ein Selbstständiger durch einen Schicksalsschlag auf die Grundsicherung angewiesen ist, dass er nicht als erstes seine Altersvorsorge aufbrauchen soll. Sie sehen das anders. Das ist Ihr gutes Recht. Darüber können wir hier streiten.
Es macht aber einen zentralen Unterschied, und das ist bei mir bei dieser Debatte wirklich wichtig. Es macht einen zentralen Unterschied, ob man ein alternatives politisches Urteil fällt oder ob man alternative Fakten erfindet. Und das haben wir hier in der Bürgergelddebatte erlebt. Wir brauchen in der Demokratie, und das ist mir wirklich ernst, eine gemeinsame Debattengrundlage auf Basis von Fakten. Und mir liegt hier der sitzungswöchentliche Brief von Friedrich Merz aus der letzten Sitzungswoche, erste Lesung Bürgergeld, vor, wo sich schwarz auf weiß Aussagen finden, die wir auch die letzten Tage immer wieder in der Debatte gehört haben. Mit dem Bürgergeld soll eine 6-monatige sanktionsfreie Karenzzeit eingeführt werden, sagen Sie, Herr Merz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht nicht wahr. Es stimmt nicht. Es gibt keine sanktionsfreien Zeiten im Bürgergeld, sondern 80% der Sanktionen werden auch in den ersten 6 Monaten weiter verhängt und danach sogar das volle verfassungsrechtlich mögliche Maße. Das ist kein Geheimnis. Kolleginnen und Kollegen der Grünen hätten sich das anders gewünscht. Das ist auch okay in einer Demokratie. Aber wer etwas anderes verbreitet, der verbreitet Fake News. Und das geht nicht in der demokratischen Debatte. Ein weiteres Zitat aus Ihrem Brief. Die Regelsätze sollen über die Inflationsanpassung hinaus angehoben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht nicht wahr. Es stimmt nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. An der Berechnungsmethode der Regelsätze ändert sich nichts. Zu Recht gleichen wir die Inflation nicht mehr 1,5 Jahre später aus. Das ist auch eine Frage der Fairness. Und ja, es ist bekannt, manche Kolleginnen und Kollegen aus Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen hätten sich eine andere Berechnungsmethode gewünscht. Aber das steht nicht im Gesetzentwurf, den wir hier beraten. Und vollends schizophren wird es, wenn Sie behaupten, durch das Bürgergeld lohne sich Arbeit in Deutschland nicht mehr. Das ist erstens in jedem einzelnen Fall falsch. Und zweitens polemisieren Sie damit gegen eine Berechnungsmethode der Regelsätze, die eine CDU-Ministerin selber eingeführt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch schizophren und unredlich. Vollends verrückt wird es dann mit Ihrem Move dieser Woche, dass Sie die Regel. Ich nehme gerne eine Zwischenfrage. Das wollte ich Sie gerade fragen. Also, Sie dürfen, Herr Kleinwächter. Werter Kollege Vogel, Sie haben gerade kritisiert, dass von der Oppositionsseite vorgetragen wird, arbeiten lohne sich nicht mehr im Bürgergeldbezug und dass Sie sagen, es lohnt sich immer. Sind wir uns einig, dass sich Lohnen prinzipiell schon mal eine subjektive Kategorie ist? Und sind wir uns zudem einig, dass wenn jemand einen Mindestlohn verdient, Vollzeit arbeitet, der landet bei 1.404 Euro netto Steuerklasse 1, dass der, gerade wenn er in einer sehr großen Wohnung wohnt, mit sehr umfangreichen Wohn- und Heizkosten plus Regelbedarf, im Endeffekt im Bürgergeldbezug fast auf das Gleiche kommt, wie wenn er entsprechend dieses Gehalt verdient. Ja, er hat den Zuverdienst. Ja, er hat den Selbstbehalt. Ja, er hat die 20-30%, je nach Stufe, in der er ist, in der er im Endeffekt noch zuverdienen kann. Aber bei den 200-300 Euro, die es rauskommt, würden Sie wirklich behaupten, dass es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen, 40 Stunden die Woche in die Arbeit zu gehen, eben nicht mehr die Supermarktprospekte durchgehen zu können für das günstigste Essen, sondern auswärts essen gehen müssen, ein Auto verhalten zu müssen und all das? Und würden Sie nicht auch annehmen, dass durch Abzug all dieser Opportunitätskosten faktisch für diese Menschen bei Ihrem System ein Verlust entsteht? Die Frage gibt mir die Gelegenheit, etwas aufzuklären, was in den letzten Tagen auch in der Debatte irreführend war. Richtig ist, dass in unserem Sozialstaat, übrigens vorgegeben durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Ansprüche auf das Existenzminimum, zum Beispiel bei großen Familien, so hoch sind, dass ein Alleinverdiener mit Mindestlohn das nicht alleine durch seinen Arbeitslohn erwirtschaftet. Das ist richtig. Das ist Ausdruck auch des Sozialstaatsprinzips. Das gibt unsere Verfassung vor. Das hat aber genau nichts mit dem Bürgergeld zu tun, weil das heute schon so der Fall ist und auch richtigerweise der Fall ist. Die Frage ist also, wie können wir dafür sorgen, dass sich Anstrengungen zum Beispiel auch bei diesen großen Familien, wenn Menschen arbeiten,
stärker lohnt. Heute schon gibt es keinen Fall, wo der, der arbeitet, weniger hat als der, der nicht arbeitet. Und das ist auch richtig. Durch Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, all das, was wir auch jetzt anpassen an die Inflation. Aber richtig ist, es muss sich stärker lohnen. Und dann muss man an ein Thema ran, was mir in der Tat sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Zuverdienstregel. Und deshalb ist es auch so absurd, was die Union diese Woche vorschlägt, nämlich einfach nur die Regelsätze zu erhöhen, ohne durch die Reform des Bürgergelds auch für mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen zu sorgen. Das müssen wir doch tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Vogel, es gibt eine weitere Zwischenfrage von Herrn Birkwald aus der Fraktion Die Linke. Ich würde jetzt gerne den Gedanken kurz zu Ende führen. Der Kollege Matthias Birkwald verzeiht mir das. Gut. Nein, das ist die Wahrheit. Ich erinnere mich gut an meine erste politische Verhandlung als junger Abgeordneter in der schwarz-gelben Koalition mit dem CDU-Kanzleramtsminister, der CDU-Arbeitsministerin. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Zuverdienste reformiert werden. Ich habe mich damals nicht durchsetzen können, weil Sie Angst vor Statistikeffekten hatten. Ich habe das aber nicht vergessen, weil wir an diese Ungerechtigkeit unseres Sozialstaats endlich ran müssen. Es muss sich mehr lohnen, Schritt für Schritt rauszuwachsen aus der Grundsicherung. Und das schaffen wir jetzt endlich. Das ist Kern der Bürgergeldreform, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit machen wir übrigens auch klar, dass junge Menschen in diesem Land endlich stärker Piloten des eigenen Lebens werden. Heute lohnt sich nämlich auch eine Ausbildung nicht. Das machen wir anders. Das machen wir besser durchs Bürgergeld. Heute werden zum Beispiel, wenn Annika, die in einer Hartz-IV-Familie groß wird, im Minijob arbeitet, kann sie von 520 Euro 184 behalten. Wenn Aische, deren Eltern finanziell auf eigenen Beinen stehen, denselben Minijob macht, dann kann sie 520 Euro behalten. Junge Menschen erfahren schon in diesem Land heute vor dem Bürgergeld, am Anfang ihres Lebens, dass sich ihre Anstrengung nicht lohnt, dass es keinen Unterschied macht, wenn sie arbeiten, dass sie schlechtere Chancen haben, weil ihre Eltern in schwieriger Lage sind. Das ist das Gegenteil von Chancenunabhängigkeit, unabhängig von der Herkunft. Und das verbessern wir endlich. Durch mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen. Das macht nämlich vor allem was in den Köpfen. Meine Fraktion hat diese Woche drei junge Menschen nach Berlin eingeladen. Ferhat, Sarah und Alex. Jeder kann sich ihre Geschichten gerade seit heute Morgen auf YouTube anschauen. Sie beschreiben sehr eindrücklich, was das in den Köpfen und den Herzen macht, wenn man schlechtere Chancen hat, wegen der Familie, in die man geboren wurde. Wir müssen uns doch nicht wundern, dass in unserem Land Chancen stärker von der Herkunft abhängen, wenn wir bereits am Anfang des Lebens junge Menschen Steine in den Weg legen. Das schaffen wir endlich ab. Und darauf bin ich stolz. Denn für diese Menschen kämpfen wir und machen unseren Sozialstaat fairer. Deshalb stimmen wir heute für das Bürgergeld. Vielen Dank. Johannes Vogel, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion in der Debatte zum Bürgergeldgesetz. Und da warten wir jetzt auf Dietmar Bartsch, den Vorsitzenden der Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das, was die Bürgerinnen und Bürger aktuell erleben, das ist nicht anders zu bezeichnen als ein Schmierentheater. Die Wirtschaftsweisen haben angesichts der Krise höhere Steuern für die Topverdiener verlangt. Völlig zu Recht. Und Sie, die Union, lehnen das ab. Sie spielen stattdessen Geringverdiener gegen Arbeitslose aus. Das Milliardenvermögen der Superreichen schützen und das sogenannte Schonvermögen von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, infrage stellen. Das ist unwürdig, insbesondere mit dem Blick auf das C in Ihrem Namen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Britta Hasselmann, die Lebenswirklichkeit ist, dass die Regelsätze jetzt 449 Euro betragen. Ich erinnere daran, dass im Januar die Regelsätze um 3 Euro erhöht worden sind. Das war erbärmlich. Das war der Start der Koalition. 3 Euro, so viel kostet heute ein Stück Butter. Die Inflation liegt bei 10%. Sie hätten die Regelsätze schon im Sommer mindestens um diese 53 Euro anheben müssen. Jetzt laufen die Tafeln übrig.
Fortschrittkoalition. In der Realität ist das eine Schnarchkoalition. Immer zu spät und immer zu wenig. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Bei den Energiepreisen Deckelung viel zu spät. Erhöhung der Regelsätze, Inflation verpennt. Jetzt ist November. Sie mit Ihrer Bresigkeit haben Friedrich Merz erst ermöglicht. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Wir erkennen ganz klar an, es gibt Fortschritte. Hubertus Heil hat das an einem Beispiel eindringlich geschildert. Schüler, Azubis, Studierende können deutlich mehr behalten von ihren Verdiensten. Das ist gut. Die zweijährige Karenzzeit beim Wohnen, sicherlich positiv, überhaupt keine Frage. Aber bei allen Fortschritten, das Bürgergeld ist nicht im Ansatz armutsfest. 53 Euro bleiben Armut per Gesetz, meine Damen und Herren. Berücksichtigt man die Inflation, sind das 0,0, meine Damen und Herren. Liebe Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, was steht in eurem Wahlprogramm? Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Mit 53 Euro, was für ein Käse! Und was steht noch in eurem Wahlprogramm? Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine und eine neue Winterjacke nicht zu untragbaren Last werden. Das leistet das Bürgergeld ausdrücklich nicht. Das Bürgergeld ist zu wenig für Würde. Und auch zu wenig für eine neue Waschmaschine, meine Damen und Herren. Bürgergeld klingt gut, aber real ist es eben keine Abkehr von Hartz IV. Das System bleibt erhalten. In der Substanz ist es Hartz V, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von denen, die meinen, die Regelsätze dürfen nicht armutsfest sein und das Schonvermögen müsste möglichst gering sein, da wird immer dann das Lohnabstandsgebot angeführt. Wie absurd ist das denn? Wir haben kein Problem mit zu hohen Regelsätzen. Wir haben aber ein millionenfaches Lohnproblem. Und das wird dann zu einem Rentenproblem. Im Verkauf, in der Pflege, bei den Dienstleistungen sind die Löhne schlicht zu niedrig. Die Löhne müssen rauf und nicht die Leistungen politisch kleingerechnet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer auch das Kind heißen mag, am 1. Januar müssen die Sätze steigen und wir brauchen schleunigst dann eine realistische Neuberechnung, die Menschen wirklich tatsächlich vor Armut schützt und ein Leben in Würde garantiert. Und in der Zwischenzeit, da brauchen wir monatliche Zuschläge, wie das in unserem Antrag steht. Das wäre eine Brücke, meine Damen und Herren. Und der Union kann ich nur zurufen, hören Sie mit Ihrer Blockade auf. Kein Verschiebebahnhof zum 1.7. Die Lage ist für die Betroffenen vielfach dramatisch. Nehmen Sie bitte diese Menschen in den Blick. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch, der Vorsitzende der Linksfraktion. Ihm wird jetzt folgen Martin Rosemann. Der ist Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Bürgergeld ist die größte Sozialreform seit 20 Jahren. Wir überwinden damit Hartz IV. Vor allem aber ist das Bürgergeld die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Für einen Arbeitsmarkt, der gekennzeichnet ist durch Arbeitskräftemangel, nicht mehr durch Massenarbeitslosigkeit. Und deshalb passen wir das System der Grundsicherung an die Herausforderungen der Zeit an. Sechs grundsätzliche Veränderungen sind dabei wesentlich. Erstens mehr Respekt für Lebensleistung. Karenzzeit bei der Vermögensanrechnung macht eben den Unterschied zwischen denen, die immer gearbeitet haben und sich was angespart haben, und denen, die das nicht gemacht haben. Und nach Ihrer Rede, Herr Gröhe, kann ich nur feststellen, wir, die Ampel, sind für mehr Respekt für Lebensleistung. Sie, die Union, sind dagegen. Zweitens mehr Augenhöhe und damit einen neuen Umgang zwischen dem Staat und den Bürgern. Denn es geht um individuelle und passgenaue Unterstützung. Wir wollen den Staat als Partner, der denjenigen hilft, die Hilfe brauchen. Drittens mehr Zielgenauigkeit beim Fordern. Allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz, das neue Bürgergeld sieht Mitwirkungspflichten vor und auch Sanktionen für diejenigen, die sich verweigern. Aber wer von Beginn an mitwirkt, und das sind die meisten, wird in Zukunft eben nicht mehr mit Sanktionen bedroht. Und wer nicht mitwirken kann,
beispielsweise wegen einer psychischen Erkrankung, der muss unterstützt und nicht sanktioniert werden. Viertens, mehr fördern. Mit dem neuen Instrument des umfassenden Coachings, der Entfristung des sozialen Arbeitsmarkts, der aufsuchenden Arbeit, dem Weiterbildungsgeld und dem Bürgergeldbonus sorgen wir für bessere individuelle und passgenaue Unterstützung. Fünftens, mehr Nachhaltigkeit. Wir schaffen den Vermittlungsvorrang ab und setzen auf passgenaue und nachhaltige Vermittlung in gute Arbeit. Wenn wir Menschen einfach nur schnell in Arbeit bringen wollen, riskieren wir nämlich, dass die Arbeit auch genauso schnell wieder abgebrochen wird. Deshalb setzen wir auf zielgenaue Qualifizierung in gute Arbeit. Und schließlich sechstens, mehr Leistungsgerechtigkeit. Denn wir erhöhen die Zuverdienstmöglichkeiten, vor allem für junge Leute, die selbst die Erfahrung machen sollen, dass sich Arbeiten lohnt. Mit dem neuen Bürgergeld gilt nun erst recht, dass Arbeit den Unterschied macht. Um all dies zu realisieren, entlasten wir die Jobcenter von Bürokratie. Und wir werden den Haushalt für die Jobcenter auch ausreichend ausstatten. Aber Haushaltsdebatte, lieber Hermann Kröhe, ist nächste Woche, nicht diese Woche. Und in diesem Zusammenhang weise ich nur mal darauf hin, dass ich zu der Liste der Fake News nun noch hinzugefügt hat, wir hätten den Bundesrechnungshof nicht gehört. Gestern im Ausschuss für Arbeit und Soziales über eine Stunde Bundesrechnungshof, lieber Hermann Kröhe. Meine Damen und Herren. Herr Rosemann. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion? Ja, bitte. Lieber Herr Kollege Rosemann, Ihre Kollegin Saskia Esken, und Sie haben es jetzt gerade auch selbst in Ihrer Rede bestätigt, hat heute Morgen gesagt, wir müssen nicht mehr so viel fordern, weil wir befinden uns ja in einer Vollbeschäftigungsphase. Erkennen Sie an, dass das Prinzip aus Fordern und Fördern der letzten nahezu 20 Jahre zu einem großartigen Erfolg auf unserem Arbeitsmarkt geführt wurde, die Zahl der Arbeitslosen deutlich reduziert werden konnte? Und weitere Frage, was passiert eigentlich, wenn Sie jetzt nicht mehr fordern, sondern nur noch fördern? Stellen Sie sich darauf ein, dass wir künftig wieder mehr Arbeitslose haben? Vielen Dank. Ja, Frau Schimke, vielen Dank für die Frage. Erstens frage ich mich so ein bisschen, was mit Ihren Ohren los ist, denn Sie haben offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass wir Fördern und Fordern nicht abschaffen, dass es weiterhin Mitwirkungspflichten und Sanktionen gibt und Fake News, Entschuldigung, werden durch Wiederholung nicht wahrer, Frau Schimke. Zweitens, ich finde es interessant, dass Sie mit diesem Redebeitrag noch einmal deutlich gemacht haben, dass die Union die Debatten von vor 20 Jahren führt, während wir die Debatten von heute und für morgen führen. Nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass wir es mit einer anderen Situation auf dem Arbeitsmarkt zu tun haben. Und drittens, Frau Schimke, ich bin für Fördern und Fordern. Und ich bin auch dafür, dass sich Leute, die sich diesen Mitwirkungspflichten entziehen, obwohl sie mitwirken können, dass die auch mit den Konsequenzen zu rechnen haben im Rahmen dessen, was das Bundesverfassungsgericht vorgibt. Genauso steht es im Gesetz. Aber was ich Ihnen auch sagen will, das müssen Sie eigentlich wissen mit Ihrem beruflichen Hintergrund als Vertreterin der Arbeitgeberverbände, müssten Sie doch wissen, dass kein Arbeitgeber jemanden einstellt, der sich nur deshalb bei ihm bewirbt, weil ihm sonst Sanktionen drohen. Es muss doch ein Mindestmaß an Motivation geben, und dafür müssen wir sorgen. Meine Damen und Herren, ich danke den Beschäftigten in den Jobcentern schon heute für die Umsetzung dieser Reform. Wir wissen, dass das eine Herausforderung darstellt. Aber wir bekommen viel Zustimmung für diese Reform aus der Praxis. Und weil hier schon wieder der Brandbrief beschrieben wird,
Ich habe den Brandbrief gelesen. Der Vorsitzende der Personalrätevertreter wohnt in meinem Wahlkreis. Ich bin mit dem im Austausch und ich lese seine Nachrichten auf Twitter. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir das Inkrafttreten der einzelnen Punkte des Gesetzes genauso regeln, wie die Personalräte der Jobcenter das verlangt haben. Wir haben uns entschieden, im Übrigen diese große Reform des Bürgergeldes auf zwei Gesetze aufzuteilen, um die Jobcenter nicht zu überfordern. Deswegen werden wir auch den Zuverdienst noch mal umfassend regeln, den sozialen Arbeitsmarkt weiterentwickeln und auch andere Instrumente weiterentwickeln mit einem zweiten Paket. Jetzt geht es aber um das erste Paket. Und die Ampel hat umfangreiche Änderungen am Gesetz vorgenommen und geht dabei auch auf Forderungen und Kritikpunkte aus dem Bundesrat ein. Wir stellen zum Beispiel klar, dass die Vertrauenszeit erst zustande kommt, wenn ein Kooperationsplan gemeinsam erarbeitet wurde. Wir sorgen dafür, dass bereits genutzte Karenzzeiten angerechnet werden. Wir sorgen dafür, dass in der Karenzzeit lediglich angemessene Heizkosten übernommen werden und Umzüge in teurere Wohnungen der Genehmigung bedürfen. Nun hat es der Bundesrat, haben es die Länder in der Hand, sich auch ihrer Verantwortung zu stellen. Es liegt jetzt an Ihnen, ob zum 1. Januar die dringend erforderliche Anhebung der Regelsätze stattfindet. Ich fordere Sie auf, nehmen Sie diese Verantwortung wahr. Martin Rosemann für die SPD-Fraktion in der Debatte zum Bürgergeldgesetz. Morgen ist der 11.11. Am 11.11. vor 4 Jahren hat die damalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles beim Debattencamp der SPD zum ersten Mal in einer großen öffentlichen Rede angekündigt, dass die SPD Hartz IV überwinden wolle, dass es eine Sozialstaatsreform geben müsse. Also endet heute ein 4 Jahre dauernder Prozess bis hin zum Bürgergeld. Vom Hartz IV, von ALG II zum Bürgergeld. Stefan Stracke ist am Pult, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Hier ist unsere ausgestreckte Hand als Fraktion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich fordere Sie auf, nehmen Sie diese ausgestreckte Hand an, zeigen Sie Verantwortung und sorgen Sie für Sicherheit für diejenigen, die das tatsächlich ernsthaft gebrauchen und benötigen. Und ich habe den Eindruck, Sie wollen nicht Sicherheit und Verlässlichkeit geben, sondern Sie wollen das als Faustpfand behalten für die Durchsetzung Ihres vermurksten Bürgergeldgesetzes in diesem Jahr. Und das ist das Gegenteil von Verantwortung, Herr Minister. Wir befürworten eine schnellere Anpassung der Regelsätze an die Teuerungsrate. Und gleichwohl bleibt richtig, Arbeit muss sich lohnen. Und das sagen Sie ja selber auch. Wir wollen, dass Arbeit sich lohnt, dass Arbeit den Unterschied macht. Und dann, wenn man sich die Vielzahl an Berechnungen da auch mal anschaut, dann zeigt sich in gewissen Fallkonstellationen, nicht die Arbeit macht den Unterschied, sondern die ergänzende Sozialleistung macht den Unterschied, nämlich das Wohngeld oder der Kinderzuschlag. Und wenn wir darauf hinweisen, dass hier Handlungsbedarf besteht, dann werden wir von Ihnen beschimpft. Wenn wir darauf hinweisen, dass wir das Steuerrecht an dieser Stelle verändern müssen, dann werden wir von Ihnen beschimpft. Allerdings, Ihr eigener Kollege auf der Regierungsbank, Herr Heil, nämlich der Bundesfinanzminister, sagt, ich darf zitieren aus der Funken Mediengruppe in den Zeitungen vom 29.10. Zitat von Christian Lindner: Wenn Sozialleistungen wie der Regelsatz bei der Grundsicherung automatisch an die Inflation angepasst werden, dann müssen auch die arbeitenden Menschen einen automatischen Ausgleich bekommen. Recht hat er. Aber das ist nichts, was zu diffamieren gilt. Und deswegen bedarf es natürlich auch hier eines Veränderungsbedarfs an dieser Stelle. Und was wird denn jetzt besser? Herr Stracke, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage oder Bemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja, gerne. Ja. Warum, Herr Stracke, meinen Sie, haben die Vorsitzenden von CSU und CDU, Herr Söder und Herr Merz, nicht der Versuchung widerstehen können, Unsinn zu erzählen? Es ist Unsinn.
zu behaupten, dass sich Arbeit nicht lohnt, weil sich Arbeit immer rechnet im Vergleich. Es ist Unsinn, Äpfel und Birnen vergleichen zu wollen, indem man so tut, als würde bei den Hartz-IV-Beziehenden bzw. Bürgergeldbeziehenden alles, was an sozialen Transfers möglich ist, in Anspruch genommen und den zum Vergleich herangezogenen Niedriglöhner, da unterstellt man, dass er das gerade nicht tut. Das ist Unsinn. Es ist Unsinn, so zu tun, als gäbe es im Bürgergeld keine Mitwirkungspflichten. Das Gegenteil ist der Fall. Und zwar sowohl in der Vertrauenszeit als auch in der Kooperationszeit. Warum meinen Sie, haben Ihre Vorsitzenden darauf gesetzt, Fake News in die Welt zu setzen und den Menschen ein X von U vorzeigen zu wollen? Was ist da los bei Ihnen? Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich glaube, das gibt auch noch mal Gelegenheit, darauf einzugehen. Zum einen, machen wir es mal ganz ohne Streitstellen. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, das der DGB gerechnet hat. Das entspricht ja auch Ihrer linken Seele etwas mehr. Bei einem Paar von zwei Kindern, 8 und 12 Jahre alt, ein Verdienst von 38 Stunden, Mindestlohn von 12 Euro. Der Vergleich der DGB, Sie können das alles nachlesen, alles ganz transparent auf der DGB-Seite, vergleicht es mit einem Bürgergeldbezieher. Und das verfügbare Einkommen bei einem Bürgergeldbezieher in vergleichbarer Situation liegt bei 2.349 Euro. Bei demjenigen, der arbeitet, bei 2.050 Euro. Also 299 Euro weniger in der Tasche als ein Hartz-IV-Empfänger. Und wenn wir darauf hinweisen, erst durch die ergänzende Sozialleistung, nämlich das Wohngeld und den Kinderzuschlag in Höhe von 817 Euro, so wie es der DGB eröffnet hat und berechnet hat, das macht dann das Plus von 500 Euro, dann unterstellen Sie uns und beschimpfen uns in dem Fall, weil eben nicht die Arbeit den Unterschied macht, sondern die ergänzende Sozialleistung. Und das ist ja auch der Grund, warum der Bundesarbeitsminister darauf hinweist, dass er das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag erhöht, der Grundfreibetrag erhöht wird und vieles mehr. Also das ist der Unterschied. Und ein zweites, weil Sie das Thema Sanktionen angesprochen haben. Auch hier, Sie bleiben mit dem Bürgergeldentwurf weit hinter dem zurück, was das Bundesverfassungsgericht zulässt. Und Sie bleiben auch hinter dem zurück, was bislang Praxis der Bundesarbeitsagentur war. Ich will Ihnen an dieser Stelle mal ein paar Beispiele nennen. Beim den ersten halben Jahr können Sie jegliche, Sie müssen noch stehen bleiben. Ich beantworte Ihre Frage mit den Sanktionen. Herr Kollege, würden Sie bitte stehen bleiben? Er beantwortet immer noch Ihre Frage. Weil Sie sagen, was das Thema Sanktionen angeht, im ersten halben Jahr können Sie jegliches Vermittlungsangebot, jeglichen Deutschkurs, jeglichen Integrationskurs, jegliche Weiterbildungsmöglichkeit folgenlos abbrechen oder nicht antreten. Das ist Ihre Politik. Hier atmet diese Grundsicherung letztendlich den Geist des bedingungslosen Grundeinkommens. Und ein Meldeversäumnis, ja, das ist im ersten halben Jahr möglich zu sanktionieren, aber erst nach zweiten Meldeversäumnis. Also Sie haben einen Freischuss in dem Bereich eingeführt. Und auch bei den Pflichtverletzungen im Übrigen, bleiben Sie auch hier, weil ich immer noch bei den Sanktionen bin, bei den Pflichtverletzungen, bleiben Sie hinunter bei 20%, bleiben Sie weit hinweg. Und auch was die Totalverweigerer angeht, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, derjenige, der sich beharrlich verweigert, der muss und kann auch total sanktioniert werden. Davon machen Sie keine Möglichkeit. Also von dem Anspruch, das, was das Bundesverfassungsgericht an Möglichkeiten eröffnet, machen Sie weniger. Und damit ist es ein weniger an Fordern in diesem Bereich, was das Bundesgeld, dieses Bürgergeld tatsächlich macht. Herr Stracke, auch wenn der Tag heute insgesamt lang wird, aber ich habe noch eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der SPD-Fraktion. Ich freue mich ja. Herr
Herr Kollege Stracke, ich würde gerne darauf eingehen, was Sie in den letzten Wochen vorgetragen haben zu der Frage, ob sich Arbeit lohnt und was Sie heute vorgetragen haben. Das ist nämlich sehr interessant. Sie räumen ja immerhin ein, dass viele der Berechnungen, die Sozialleistungen, die ergänzenden oder auch aufstockenden Sozialleistungen missachtet haben und deswegen zu interessanten Ergebnissen gekommen sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Was aber jetzt meine Frage ist, wenn Sie erkannt haben, dass nicht die Arbeit alleine und der Arbeitslohn alleine ohne ergänzende Sozialleistungen den Unterschied macht, wenn Sie das erkannt haben, warum haben Sie sich dann einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro verweigert? Und warum verweigern Sie sich auch einer Erhöhung der Tarifbindung? Ach, Frau, werte Frau Kollegin, wissen Sie, das Thema Mindestlohn ist eine Debatte, wo wir darauf achten müssen, wie wir das richtig machen. Gerade was die Erhöhung auch des Mindestlohns in diesen Bereichen ist. Aber es ist ja interessant, dass Sie ausschließlich als Antwort dann finden, dass wir Arbeiten immer teurer machen müssen, gerade auch in anderen Bereichen, und damit weniger Einstiegschancen in diesem Bereich. Und deswegen ist es ja so richtig, wenn der Bundesfinanzminister einen anderen Vorschlag unterbreitet, nämlich den Bereich der Grundfreibeträge entsprechend anzuheben. Und wenn wir darauf hinweisen, dass das genau der richtige Ansatzpunkt ist in diesen Bereichen und nicht neue Barrieren entstehen zu lassen, dann werden wir von Ihnen beschimpft. Und das zeigt doch, wie heuchlerisch Sie unterwegs sind, weil auf Ihrer eigenen Regierungsbank Sie zu anderen Lösungen kommen in diesem Bereich. Und wenn wir darauf hinweisen, dass das genau die richtige Lösung ist, dann tun Sie das nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was wird denn jetzt tatsächlich besser durch das Sie können gerne noch stehen bleiben. Was wird denn besser durch das Bürgergeld? Diese Frage stellt sich beispielsweise die FDP in einem Informationspapier der Fraktion. Ich frage mich das auch, was eigentlich durch das Bürgergeld besser wird. Aber interessant ist die Antwort: Aus der Hängematte wird ein Sprungbrett. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aus der Hängematte wird ein Sprungbrett. Sie diffamieren dieses soziale Netz, das wir haben, das ein stabiles ist für diejenigen, die in einer sozialen Notlage sich befinden, als Hängematte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Über 2 Millionen Menschen haben es in unserer Regierungszeit geschafft, sich herauszuarbeiten aus Arbeitslosigkeit und einen festen Arbeitsplatz in der Arbeitsgesellschaft erreicht. Über 2 Millionen Menschen haben Hartz IV als Sprungbrett benutzt, um zurückzukommen in Arbeit. Das ist das Gegenteil von einer Hängematte. Sie diffamieren hier dieses System, Sie diffamieren die Menschen in diesem Bereich, die eine großartige Leistung erbracht haben. Das ist Respektlosigkeit. Und da sieht man mal, welchen Geist hier in diesem Haus bei der Ampel tatsächlich vorhanden ist. Und es ist auch respektlos im Übrigen gegenüber den Mitarbeitern in den Jobcentern, die tatkräftig hierbei unterstützen, dass dieser Erfolg gelungen ist. Und jetzt zu Ihrem, das, was Sie sich rühmen, nämlich die Veränderung der Hinzuverdienstgrenzen und die Verbesserungen dabei. Ich wundere mich ja, wenn man sagt, naja, derjenige, der ein Azubi-Gehalt bekommt, der hat jetzt mehr davon als vorher. Das ist richtig. Aber warum machen Sie denn hier eine Grenze von 25 Jahren? Warum ist denn derjenige, der im Alter, der vielleicht eine Familie hat, der sich entscheiden muss, geht er denn in Ausbildung oder macht er denn beispielsweise einen Aushilfsjob, dass Sie da gerade nicht diese Verbesserungen für diejenigen machen? Oder ein zweites: Sie rühmen sich der Tatsache, dass Sie jetzt 10 Cent mehr von einem verdienten Euro in der Tasche haben, nämlich die Bezieher. Da sagt zu Recht das Institut der deutschen Wirtschaft, das ist zu wenig ambitioniert. Das ist zu wenig ambitioniert. Das ist kein Anreiz, eine Tätigkeit mit einer Entlohnung über 1200 Euro letztendlich aufzunehmen. Das, was Sie als Sprungbrett definieren, damit
damit machen Leistungsbezieher tatsächlich keine großen Sprünge. Wir brauchen weniger Aufstiegslyrik, sondern wirklichen Aufstieg für die Menschen. Dafür sorgen Sie mit diesem Bürgergeld nicht. Stefan Stracke war das, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. In einer Debatte über das Bürgergeldgesetz, der ja auch drei Anträge aus der Linksfraktion zugrunde liegen und einer aus der AfD-Fraktion. Und wir stellen fest, quer durch die Reihen, es geht hier heute nicht ohne Polemik in dieser Debatte. Die nächste Rednerin wird sein Stefanie Effner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und in diesem Ausschuss speziell zuständig für das Thema Bürgergeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, wir führen hier eine hochemotionale Debatte. Es wird Arroganz vorgeworfen, es werden Berechnungen in den Raum geworfen, die hinterher wieder korrigiert werden müssen. Ich entschuldige mich bei all den Menschen in diesem Land, die davon betroffen sind, denn die Debatte wird auf ihrem Rücken ausgetragen. Über wen reden wir denn an dieser Stelle? Über 60% der Menschen, die arbeitslos werden, finden innerhalb von einem Jahr wieder einen Job. Die kommen also gar nicht in den Bürgergeldbezug. Weitere 20% der Menschen haben nach 2 Jahren einen Job. Und hier kommt jetzt der erste Konflikt mit der Union. Wir sagen, wir wollen 2 Jahre Karenzzeit, dass Menschen 2 Jahre ihre Wohnung behalten können. Sie haben ein Positionspapier von Ihrer AG, die es auf 1 Jahr begrenzt. Fragen wir uns doch mal, für welche Menschen macht das im Endeffekt einen Unterschied? 200.000 Menschen, die wohlgemerkt an dem Ende der von uns vorgeschlagenen Karenzzeit wieder einen Job gefunden haben, den Sie sagen wollen, nein, ihr müsst umziehen und eure Wohnung auch noch aufgeben, obwohl ihr am Ende dieser 2 Jahre wieder eine Arbeit haben werdet. Das ist eine Stadt so groß wie Potsdam. Die gleiche Debatte führen wir beim Schonvermögen. Sie malen Bilder von Menschen, die in unheimlichem Reichtum sich darin gefallen, Bürgergeld zu beziehen. Die Zeit titelt heute Stütze für Reiche. Wie sieht denn die Realität aus? Über 40% der Menschen in diesem Land haben überhaupt keine Rücklagen. Aber um wen geht es denn dann in dieser Debatte? Es geht um die Menschen, die zum Beispiel eine Abfindung bekommen, weil sie arbeitslos werden. Es geht um die Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben und sich Rücklagen gebildet haben. Und denen sagen wir, schön, dass ihr das alles getan habt, aber im Übrigen die gleiche Vermögensgrenze, die sie in der Pandemie selber eingeführt haben und die auch um Wohngeld geht, das ist zu viel. Und auch die Entlastung der Jobcenter, worum es nämlich auch geht, der Mitarbeitenden, dass sie nicht mit Bürokratie beschäftigt sind an dieser Stelle. Auch das lehnen Sie ab. Wir haben an Sanktionen natürlich weiterhin welche drin. Wir hätten davon eine andere Vorstellung gehabt. Aber es geht doch darum, wie gehen wir mit der übergroßen Mehrheit der Menschen im Bürgergeldbezug um. Sie schauen immer auf die wenigen, wo es Probleme gibt. Wir sagen, die allermeisten Menschen, nämlich 97%, wirken mit und arbeiten an der Überwindung ihrer Situation. Und genau die wollen wir nicht mehr anlasslos bedrohen, denn wir haben Respekt vor diesen Menschen. Und das ist unsere Aufgabe. Stefanie Effner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich kann noch mal einen Punkt aufnehmen, den Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, vorhin mal im Nebensatz gesagt hat. Der Tag wird lang, hat sie gesagt, und sich damit bezogen auf die Tagesordnung, die heutige des Deutschen Bundestages. Die ging vor dieser Debatte ohnehin schon bis 2.59 Uhr, also bis 3 Uhr in der Nacht. Da wird sicherlich einiges zu Protokoll gegeben. Aber den Abgeordneten steht hier noch einiges an Arbeit ins Haus heute. Gerrit Huy aus der AfD-Fraktion.
Parteitag haben wir von vielen Sachverständigen in großer Deutlichkeit gehört, dass das Bürgergeld voraussichtlich noch mehr Probleme aufweisen wird als heute schon Hartz IV. Und auch die Kritik des Bundesrechnungshofs wird dadurch sehr stark bestätigt, der vor Ort Prüfungen durchgeführt hat und deswegen sehr gut beurteilen kann, was in den Jobcentern funktioniert und was eben nicht. Und er hat herausgefunden, dass 3 von 4 Jobcentern mit der Verwässerung und Aufweichung der Sanktionsmöglichkeiten große Probleme haben. Ich möchte mich aber heute auf einen anderen neuen Punkt konzentrieren, nämlich den Entfall des Vermittlungsvorrangs. Dadurch erhofft sich die Ampelregierung, dass eine zusätzliche Qualifikation von Langzeitarbeitslosen möglich wird und damit eine bessere und nachhaltigere Integration in den Arbeitsmarkt. Ich befürchte allerdings, dass mit dieser Maßnahme eher das Gegenteil erreicht wird und wir stattdessen zusätzlich Arbeitskräfte verlieren. Ausbildung und Weiterbildung waren nämlich auch bisher schon möglich, wurden aber gerade von Geringqualifizierten nur sehr selten wahrgenommen. Und beim überwiegenden Teil der Langzeitarbeitslosen handelt es sich nun mal um Geringqualifizierte. 2/3 von ihnen verfügen über keinen Berufsabschluss. Viele von ihnen haben auch keinen Schulabschluss. Und es gibt nach wie vor viele funktionale Analphabeten unter ihnen. Da wird Ausbildung und Weiterbildung extrem schwierig. Über die Hälfte der Langzeitarbeitslosen sind Flüchtlinge. Eine weitere große Gruppe hat einen Migrationshintergrund. Häufig treten deshalb zu den allgemeinen Lernschwierigkeiten auch noch Sprachschwierigkeiten hinzu. Wir haben es hier also mit einem fulminanten, kaum zu lösenden Problem zu tun. Meine Damen und Herren, die Nachqualifizierung wird nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, nur in wenigen Fällen wohl funktionieren. Häufig werden sich nicht genügend Teilnehmer für eine Bildungsmaßnahme befinden und die, die mitmachen, hören sehr häufig sehr schnell wieder auf. Das ist für alle Seiten extrem frustrierend, wenn es auch auf Seiten der Langzeitarbeitslosen mit einem zusätzlichen Bildungsgeld von immerhin 150 Euro im Monat versüßt werden soll. Sie hören es nicht gerne, aber Hartz IV ist inzwischen, unbeachtet der Tatsache, dass wir natürlich auch viele deutsche Langzeitarbeitslose haben, aber Hartz IV und damit auch zukünftiges Bürgergeld ist in großen Teilen inzwischen zu einem Migrationsproblem geworden. Es kommen halt überwiegend Geringqualifizierte zu uns und die landen nun mal zuhauf in Hartz IV. Und viele von diesen Geringqualifizierten wären für Helferpositionen vermutlich durchaus geeignet. Es gibt ja bei uns viele Migranten, die in Anlernjobs tätig sind. Aber aus Hartz IV heraus funktioniert das anscheinend gar nicht mehr. Das konnten wir im Sommer sehr deutlich beobachten, als für die Koffertransporteure an den Flughafen eigens neue Migranten eingeführt werden sollten. Offensichtlich gilt gerade für Zuwanderer aus sehr armen Ländern, dass sie sich recht auskömmlich in unseren Sozialsystemen bewegen können. Liebe Ampelkollegen, Sie sollten sich deswegen nichts vormachen. Ihre große und sicherlich gut gemeinte Qualifizierungsoffensive wird kaum den gewünschten Erfolg haben. Und deswegen spreche ich es noch mal aus. Das Problem an der Wurzel zu packen bedeutet, die unkontrollierte Einwanderung zu stoppen. Anders werden Sie dieser Probleme nicht Herr werden können. Dankeschön. Gerrit Huy war das aus der AfD-Fraktion. Ihr wird jetzt folgen Jens Teutrine aus der FDP-Fraktion. Er ist passenderweise Sprecher für Bürgergeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, im Zentrum des Bürgergelds steht nicht, wie immer wieder behauptet wird, mehr Lässigkeit. Im Zentrum des Bürgergelds steht das Leistungsprinzip und Berufseinstiegschancen durch Qualifizierung, also die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Das ist das Zentrum des Bürgergelds. Und wenn man ein Beispiel nennen müsste, ein einziges Beispiel, an dem man das festmacht, dann sind es Auszubildende, die in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft aufwachsen. Wenn die aktuell dort 800 Euro Ausbildungsvergütung haben, dann bleiben ihnen faktisch nur 240 Euro. Der Rest wird angerechnet. Das Hartz-IV-System, was Sie verteidigen, was Sie nicht verändert haben, sagt diesen jungen Menschen, eine Ausbildung und Arbeit lohnt sich nicht. Jetzt ist es so, beim Bürgergeld von 800 Euro dürfen die 604 Euro behalten.
Das ist mehr als das 2,5-fache. Die Botschaft des Sozialstaates ist klar. Es lohnt sich zu arbeiten. Es lohnt sich eine Ausbildung. Und wenn Sie jetzt kritisieren, wie kann das denn sein, dass da überhaupt noch was angerechnet wird? Das ist alles nur Aufstiegslyrik. Nein, das verändert bei jungen Menschen etwas im Kopf. Es verändert die Botschaft. Und wenn Sie sagen, wieso ist das zu wenig? Wieso haben Sie es in den letzten Jahren nie angepasst? Wenn das doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, weil es Ihnen nicht um diese jungen Menschen geht, sondern es geht um eine Scheindebatte. Und die Scheindebatte, Herr Gröhe, haben wir erlebt. Sie haben gerade eben wieder vorgeworfen den Brandbrief der Personalräte. Der Brandbrief der Personalräte kam zum ersten Gesetzesentwurf. Wir haben den Gesetzesentwurf angepasst, sodass zum 1.1. nur die Regelsätze in Kraft treten, die Karenzzeit und die Bagatellgrenze, auf Wunsch der BA. Die BA wünscht sich, dass diese Punkte zum 1.1. in Kraft treten. Alles andere wird nach hinten verschoben. Die BA hat in der Anhörung gesagt, sie findet das total gut, dass das stattfindet. Sie hat gesagt, sie braucht diese Vorbereitungszeit und wünsche ich, dass der Bundesrat schnell zu einer Entscheidung kommt, weil eine Blockade ihn schaden würde. Ihr Kollege Stracke ist dann zur Presse gegangen und hat gesagt, die BA würde den Vorschlag der CDU unterstützen, nur die Regelsätze zu erhöhen. Und Sie wiederholen das jetzt gerade sogar noch in der Debatte. Das ist die Form von Fake News, die Sie immer wieder vortragen. Und jeder dieser Fake News zu entkräften, dauert länger, als Sie in die Welt setzen. Und deswegen möchte ich noch einen zweiten Punkt bringen, wo Sie ja vielleicht jetzt mal auch in der Sache was kritisieren. Sie kritisieren das Schonvermögen. Das sei viel zu viel. Unserer Ansicht nach ist, wer kurzfristig ins SGB II reinrutscht, weil er beispielsweise gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hat, Selbstständiger als Beispiel, der sollte nicht sofort sein Haus verkaufen müssen, seine Altersvorsorge aufbrauchen müssen und sein Erspartes. Dann sagt der Kollege Wittecker, ist doch jetzt schon, dass Altersvorsorge ausgenommen wird. Ist doch jetzt schon der Fall. Ich sehe auch Nicken in Ihren Reihen. Gerade guckt man aber genau ins Gesetz, ist das nur die staatlich geförderte Altersvorsorge. Es ist nur Riester und Rürup. Sobald sich jemand entscheidet, privat vorzusorgen, ist die nicht ausgenommen. Und genau diese Feinheiten lassen Sie jedes Mal bei jedem Argument weg und schüren damit eine Debatte, wo es nicht um die Sache geht. Lassen Sie uns um die Sache diskutieren. Wir sind für private Altersvorsorge bei Selbstständigen. Wir sind dafür, dass Sie auch in Aktien investieren können und dass auch geschützt wird, wenn Sie kurzfristig reinkommen. Langfristig ist es nicht möglich, mit solchen Vermögenswerten Bürgergeld zu beziehen. Langfristig ist das nicht möglich. Das verschweigen Sie auch jedes Mal, wenn es um die Frage der Karenzzeit geht. Und guckt man in Ihrem Positionspapier der CDU, Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, ist in der Bundestagsfraktion noch wohl nicht beschlossen worden. Super, ist sogar beschlossen worden. Da fordern Sie selbst diese Schonvermögensgrenze. Dauerhaft ist es sogar möglich, mehr zu haben an Schonvermögen als bei uns in verschiedenen Fallbeispielen. Und deswegen ist die Debatte nicht ehrlich. Sie wird nicht in der Sache geführt, sie wird unehrlich geführt. Und deswegen ist es richtig, dass wir das Bürgergeld jetzt einführen. Und ich würde mich freuen, wir würden mehr in der Sache diskutieren als mit falschen Behauptungen. Ich freue mich, dass Sie jetzt zum Glück jetzt auch mal langsam die richtigen Berechnungen nehmen und nicht mehr die der jungen Freiheit, weil die waren lange genug auf der Seite der CSU. Jens Trittin ist Sprecher für Bürgergeld in der FDP-Fraktion und hat verwiesen auf Widersprüche zwischen Reden und Positionspapieren der Unionsfraktion in dieser Debatte. Es gibt ja hier schon seit geraumer Zeit gegenseitige Vorhalte, dass mit falschen Zahlen agiert und diskutiert werde. Annika Klose ist die nächste Rednerin aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Skandal, Skandal, das neue Bürgergeld soll kommen. Doch kann es sein, liebe Kolleginnen von der Union, dass das Gespenst, was Sie zu sehen glauben, in Wahrheit nur ein Schattenbild an einer Höhlenwand ist? Ich möchte etwas zur Erhellung beitragen. Erstens, was ist mit dem Skandal der angeblich zu hohen Schonvermögen? Mit dem Bürgergeld wollen wir dafür sorgen, dass Menschen, die lange gearbeitet haben, nicht direkt auch noch ihre Rücklagen und ihre Wohnung verlieren müssen, wenn sie gerade auch schon ihren Job verloren haben. Sondern wir schaffen eine
zweijährige Schonfrist, um sich weiter zu qualifizieren und einen neuen Job zu finden, bevor die Ersparnisse aufgebraucht werden. Ich muss ehrlich sagen, ich kann den Skandal nicht erkennen. Vor allem nicht, wenn wir von Menschen erwarten, dass sie bis 67 arbeiten sollen. Dann muss es doch auch mal möglich sein, auch mal umzuschulen, ohne direkt alles zu verlieren. Zweitens, was ist mit den angeblich so langen Karenzzeiten? In den ersten 2 Jahren sollen die Jobcenter noch nicht alles bis ins Detail durchleuchten und prüfen. Das ist schließlich ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Dabei kommen doch über 50% der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher in den ersten 2 Jahren auch wieder in Arbeit. Deswegen sagen wir, die Jobcenter sollen die Wohnungen und die privaten Rücklagen erst nach dieser Schonfrist ganz genau überprüfen. Das erleichtert nämlich allen Beteiligten das Leben und schafft auch leichtere Zugänge in der Krisenzeit. Auch hier ist der Skandal ehrlich gesagt nicht zu erkennen. Und vor 2 Jahren hat die Union da übrigens auch noch zugestimmt und das genauso gesehen. Drittens, Skandal. Wir wollen mehr Menschen fördern, statt nur zu fordern. Wir schaffen mit dem Bürgergeld neue Leistungen, um Menschen, die arbeitslos sind, besser bei der Arbeitsaufnahme zu unterstützen. Denn es gibt Hunderttausende in diesem Land, die trotz der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelt werden können. Klar, man kann natürlich auch alles so lassen, wie es ist und immer wieder dasselbe versuchen und dann erwarten, dass natürlich ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Aber das hält ehrlich gesagt nicht nur Albert Einstein für Wahnsinn. Also erweitern wir mal den Instrumentenkasten der Jobcenter. Und ehrlich gesagt kann ich hier den Skandal ebenfalls nicht erkennen. Ich freue mich ja wirklich, dass die Union mittlerweile erkannt hat, dass die Anhebung der Regelsätze um 50 Euro kein Skandal ist, sondern bitter nötig. Aber jetzt nur das zu machen und alles andere zu lassen, ist halt leider auch deutlich zu kurz gesprungen. Und da ich jetzt mal vermute, dass Sie das mir nicht glauben werden, möchte ich noch mal ein paar Leute zitieren, denen Sie sonst immer gerne glauben. Erstens, Prälat Jüst vom katholischen Büro sagt, die politischen Parteien sollten den Weg für das Bürgergeld zügig freimachen. Zweitens, der Präsident der Diakonie lässt sich zitieren, dass ihre Lösung, nur die Regelsätze zu erhöhen, ein ganz schlechter Kompromiss sei und eine überflüssige ideologische Debatte geführt wird. Drittens, die Caritas twittert, der Fokus der Reform liegt an der richtigen Stelle und das Gesetz müsse jetzt ganz dringend kommen. Liebe Christdemokratin, weniger Schattentheater, mehr Erleuchtung. Die Kirchen sind in dieser Frage ein guter Kompass. Bitte besinnen Sie sich. Vielen Dank. Annika Klose mit einem Appell in die Unionsfraktion. Und wenn wir hier mal in das Plenum des Deutschen Bundestags schauen, dann sehen Sie, dass die Reihen sich doch jetzt deutlich füllen. In gut 10 Minuten, wenn wir es uns jetzt nicht völlig verrechnet haben, 10, 12 Minuten, wird hier die erste namentliche Abstimmung aufgerufen werden. Es werden weitere folgen. Und wie das dann abläuft und worum es da im Detail geht, das erkläre ich Ihnen gleich. Jetzt hören wir erstmal Kai Whittaker aus der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir streiten zu Recht darüber, ob das Schonvermögen zu hoch, die Karenzzeiten zu lang und die Leistungskürzungen zu lasch sind. Sie als Ampel wollen das Fordern möglichst abschaffen. Wir wollen es erhalten. Das ist weder Hetze noch Populismus. Es ist schlicht und ergreifend unsere politische Auffassung und die einer überwiegenden Mehrheit der Menschen in diesem Land. Die Deutschen sind in überwältigender Mehrheit bereit, Menschen in Not zu helfen. Aber sie erwarten auch, dass jeder alles dafür tut, aus dieser Hilfe so schnell wie möglich wieder herauszukommen. Und damit bin ich beim Kern dieser Debatte. Was ist eigentlich das Ziel dieses Bürgergeldgesetzes? Wann ist dieses Gesetz eigentlich ein Erfolg? Und mir ist aufgefallen, kein einziger von Ihnen hatte den Mut, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir wollen die Zahl der Langzeitarbeitslosen halbieren in den nächsten 3 Jahren. Die SPD ist froh, dass der Name Hartz IV ein bisschen weniger, dass der Name Hartz IV weg ist und jetzt Bürgergeld heißt. Die Grünen finden sich damit ab, dass es ein bisschen weniger Leistungskürzungen gibt. Und die FDP ist glücklich darüber, dass man ein bisschen mehr hinzuverdienen kann. Das ist ambitionslos. Beim Fördern wäre deutlich mehr drin gewesen für die Arbeitssuchenden. Chance vertan. Und das, obwohl wir 2 Millionen offene Stellen haben, 500.000 neue Jobs jedes Jahr, neuer Beschäftigungsrekord mit über 45 Millionen Beschäftigten. Und gleichzeitig fällt Ihnen fast nichts ein, wie man langzeitarbeitslose Menschen wieder in Arbeit bringt. Dabei müsste genau das Herzstück einer Reform sein, meine Damen und Herren. Haben die Mitarbeiter in den Jobcentern mehr Zeit, um sich um Langzeitarbeitslose zu kümmern? Nein, weil sie jetzt ständig gucken müssen, ob ihre Kunden noch Vertrauenszeit genießt oder schon raus ist aus der Kooperationszeit.
haben die Mitarbeiter mehr Geld, um Arbeitsmaßnahmen zu bezahlen. Nein, Sie streichen die 600 Millionen Euro. Verbessern Sie die Beratungsqualität, wie es die Bundesagentur für Arbeit anmahnt. Nein, gibt es vom Jobcenter durchgeführte Sprach- und Integrationskurse mit Kinderbetreuung, damit gerade ausländische Frauen eine Chance bekommen. Nein, machen Sie es älteren Menschen ohne Berufsabschluss attraktiver und leichter, eine Berufsausbildung zu machen. Nein, all diese Punkte wären notwendig, denn wir müssen beim Fördern besser werden, meine Damen und Herren. Und angesichts dessen ist es kein Wunder, dass kein einziger Arbeitsmarktexperte bis heute gesagt hat, dass dieses Gesetz zu deutlich weniger Arbeitslosen führen wird. Ein Satz zum Schluss. Wir haben die Tage über heftig über dieses Gesetz gestritten. Und man mag dieses Gesetz für politisch falsch oder richtig halten. Aber es hat mich schon entsetzt, dass SPD, Grüne und auch FDP nicht davor zurückgeschreckt sind, uns als Union Hass und Hetze, Populismus, ja sogar ein schlechtes Menschenbild zu unterstellen. Bei aller Unterschiedlichkeit, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu bezichtigen aus niederen Beweggründen oder in schlechter Absicht Politik gegenüber den Menschen zu betreiben, dann legen Sie die Axt an unsere demokratischen Institutionen. Nicht die Lautstärke, nicht die Moral, nicht das sich ins Recht setzen entscheidet hier, sondern die demokratische Debatte, das Abwägen von Argumenten und die Einsicht, immer nur die zweitbeste Lösung hier zu beschließen. Vielen Dank. Kai Whittaker aus der Unionsfraktion appelliert an eine faire Debatte rund ums Thema Bürgergeld. Und wir hören dazu jetzt Beate Müller-Gemmecke aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, natürlich muss Opposition kritisch sein, aber Kritik muss auch sachlich begründet sein. Und davon hat sich die Union bei Bürgergeld gründlich verabschiedet. Sie haben eine unsägliche Kampagne gestartet, mit dem Sie Menschen mit kleinem Einkommen gegen Erwerbslose ausspielen. Sie tun so, als ob sich die Menschen bewusst und gezielt in der Grundsicherung einrichten. Das ist einfach nur billige Polemik. Das macht was mit den Menschen, die davon betroffen sind. Hören Sie endlich damit auf. Und die Union und Herr Whittaker gerade wieder behauptet ja immer, beim Fördern wäre mehr drin gewesen. Das ist Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Der neue Kooperationsplan wird gleich nach Antragstellung intensiv und gemeinsam erarbeitet. Wir schaffen den Vermittlungsvorrang ab und ermöglichen damit Unterstützung, die wirklich zu den Menschen passt. Besonders, wir machen ein ganzheitliches Coaching, und besonders junge Menschen sollen stärker vor, während und nach der Ausbildung begleitet werden. Das war uns Grünen in den Verhandlungen ein besonderes Anliegen. Außerdem entfristen wir den sozialen Arbeitsmarkt. Und das alles zeigt, natürlich kümmern wir uns um die Menschen. Das Fördern wird besser. Und zentrales Thema ist die Qualifizierung. Die Zahl der abschlussbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen sind gering, obwohl die Mehrheit der langzeitarbeitslosen Menschen keinen Berufsabschluss hat. Und das, genau das wollen wir ändern. Und deshalb stärken wir die Qualifizierung mit einem Weiterbildungsgeld, mit einem Bürgergeldbonus, damit eben Integration in Arbeit besser gelingt. Die Union interessiert das kein bisschen. Sie will diese Verbesserungen blockieren. Und beim Thema Qualifizierung ist das nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel. Und um wen geht es hier eigentlich, wenn wir über das Bürgergeld reden? Und auch das muss mal wohl für die Union geklärt werden. Das sind rund 2 Millionen Kinder und Jugendlichen. Fast 2/3 der erwerbsfähigen Menschen sind gar nicht arbeitslos. Sie arbeiten und stocken ihren niedrigen Lohn auf. Sie pflegen Angehörige, sie betreuen kleine Kinder. Viele haben gesundheitliche Einschränkungen. Und ich sage es ganz deutlich, niemand hat das Recht, diese Menschen zu stigmatisieren.
Das machen Sie Tag für Tag. Die einen brauchen einfach bessere Löhne und die anderen brauchen Unterstützung, Qualifizierung oder soziale Teilhabe. Und alle brauchen neue Chancen und Perspektiven. Und genau das gehen wir an mit dem neuen Bürgergeld, mit einem Perspektivwechsel bei der Arbeitsförderung. Und wenn Sie, die Union, endlich mal nicht ideologisch, sondern fachlich auf das Gesetz schauen würden, dann würden Sie auch die Verbesserung sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Beate Müller-Gemecke aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen war die drittletzte Rednerin in der Debatte zum Bürgergeldgesetz und zu den Anträgen, die zu diesem Thema hier im Plenum vorliegen. Und dann gibt es hier eine Reihe von Abstimmungen. Das werden wir uns gleich mal von der Bundestagspräsidentin erläutern lassen. Zunächst aber Marc Biadatz aus der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Kollege Herr Klingbeil als Vorsitzender der SPD unseren Fraktionsvorsitzenden mit Donald Trump vergleicht und ihm Fake News und Spaltung vorwirft, das ist nicht nur unverschämt, sondern selbst spalterisch und ein Tiefpunkt jeglicher demokratischer und inhaltlicher Debatte, meine Damen und Herren. Die Ampelregierung ist mit großen Ankündigungen und Selfies gestartet. Spätestens jetzt müssten Sie allerdings feststellen, dass Regieren in Krisenzeiten bedeutet, Kompromisse zu machen, pragmatisch statt ideologisch zu handeln. Doch Sie machen einfach weiter, als nichts gewesen wäre. Heute wollen Sie ein rein ideologisches Bürgergeld gegen jede fachliche Kritik verabschieden. Es ist nicht nur die Union, die ihr Bürgergeld kritisiert. Der Bundesrechnungshof, der Landkreistag, die Bundesagentur für Arbeit, die Jobcenter-Personalräte, das Handwerk, die Arbeitgeberverbände und eine Vielzahl von Arbeitsmarktexperten. Diese Kritik können Sie doch nicht einfach ignorieren, liebe Ampel. Statt immer nur über Kritik zu schimpfen, wäre es an der Zeit, eigene Vorhaben zu überprüfen und zu hinterfragen. Was wir derzeit erleben, ist ein stures Festhalten an Koalitionsvereinbarungen. Mit der Einführung des Bürgergelds vollzieht die Bundesregierung eine Rolle rückwärts für unseren Arbeitsmarkt und verabschiedet sich vom erfolgreichen Prinzip von Fördern und Fordern. Fest steht, meine Damen und Herren, statt von Problemlösungen ist die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung geprägt von sozialdemokratischer Vergangenheitsbewältigung. Sie, liebe Ampel, schaffen Hartz IV ab und mit der sechsmonatigen Vertrauenszeit starten Sie in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das wollen wir nicht. Als Union wollen wir keinen Menschen aufgeben. Wir wollen, dass Menschen schnell in Arbeit wiederkommen und in das gesellschaftliche Leben integriert werden. Und mit dem Bürgergeldgesetz machen Sie genau den falschen Ansatz. Meine Damen und Herren, so geht es nicht. Aus unserer Sicht beschränken Sie mit Ihren Handlungsspielräumen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. Und das kritisieren wir, meine lieben Kolleginnen und Kollegen der Ampel, genau das kritisieren wir und nicht die Erhöhung von den Hartz-IV-Sätzen. Wir fordern Sie heute auf, stimmen Sie mit uns mit der Erhöhung der Sätze von 53 Euro zum 1. Januar und kommen Sie zurück mit uns an den Verhandlungstisch. Wir reichen die Hand, wir haben ein Konzept, lassen Sie uns darüber verhandeln, aber das Bürgergeldgesetz lehnen wir heute ab. Sagt Marc Biadatz aus der Unionsfraktion, der hier auch noch mal auf die gegenseitigen, teilweise auch grenzwertigen Vorwürfe gegeneinander in dieser Debatte verwiesen hat. Jens Peik ist der letzte Redner, SPD-Fraktion, Berichterstatter für diesen Bereich, insbesondere für das Bürgergeld. Um wen geht es eigentlich bei dieser Debatte? Ich habe es hier schon in der letzten Debatte bei der ersten gesagt, ich bin Kind des Ruhrgebiets. Und ich weiß, was es heißt, wenn Menschen ihren Job verlieren. Strukturwandel, Zechenschließung, Werkschließung bei Thyssen. Auf einmal waren tausende Menschen arbeitslos, die vorher nie daran gedacht hätten, dass sie arbeitslos werden. Und damit ist das Ruhrgebiet ja nicht allein. Ostdeutschland gibt es ganz ähnliche Erfahrungen nach der Wende.
irgendein Neumarkt, Kluger Investor kam und hat Unternehmen geschlossen und plötzlich waren Menschen arbeitslos. Deshalb ist in Artikel 20 unseres Grundgesetzes das Sozialstaatsprinzip so wichtig. Das Bekenntnis zum Sozialstaat ist ein Versprechen an uns alle. Ein Versprechen, das heißt, wenn du deine Arbeit verlierst, lassen wir dich nicht fallen. Und dieses Versprechen auch an die arbeitende Mitte in dieser Gesellschaft werden wir hier und heute mit der Einführung des Bürgergeldes erneuern. Wir haben hier viel gehört zum Thema Arbeit. Wir haben gehört, Arbeit würde sich nicht mehr lohnen. Und ja, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen wir, dass es Probleme auf dem Arbeitsmarkt gibt. Aber die Probleme sind auch der Niedriglohnsektor. Schlechte Bezahlung, miese Arbeitsbedingungen. Und deswegen ist es umso unredlicher, dass die Union sich dem Mindestlohn verweigert hat. Und wir laden Sie ein, kämpfen Sie mit uns, wie Saskia Esken es gesagt hat, für bessere Tarifbindung. Und wir tun was. Auch deswegen schaffen wir den Vermittlungsvorhang ab. Die Abschaffung des Vermittlungsvorhangs ist eine Kampfansage an den Niedriglohnsektor in diesem Land. Keine Vermittlung mehr in schlechte Jobs. Wenn es eine langfristige Perspektive durch Aus- und Weiterbildung gibt, Ausbildung statt Aushilfsjob, Perspektive statt Prekariat, das ist die neue Stoßrichtung des Bürgergeldes. Und um wen geht es eigentlich? Ich sage Ihnen, ich bin mir ganz sicher, heute hören auch sehr aufmerksam zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof zu. Die haben in den letzten Jahren geschuftet, um den Konzern zu retten und über die Runden zu kommen. Trotzdem droht jetzt vielleicht unverschuldet wegen Managementfehlern die Arbeitslosigkeit. Und trotzdem, obwohl sie sich Mühe gegeben haben, hart gearbeitet haben, brauchen sie vielleicht Unterstützung. Und deshalb schaffen wir mit dem Bürgergeld einen Sozialstaat, der die arbeitende Mitte nicht vergisst. Ein Sozialstaat, der mit Schonvermögen und Karenzzeit die Lebensleistung dieser Menschen anerkennt. Und das ist der notwendige Kulturwandel. Und trotzdem möchte die Union, wie auch schon beim Mindestlohn, diesem Gesetz nicht zustimmen. Trotzdem wollen sie es blockieren und verzögern. Herr Grösch sprach von einer Liste, die es ab heute gibt, wo dann steht, wer zugestimmt hat und wer nicht. Ich sage Ihnen, diese Liste fällt auf Sie zurück. Und deswegen appelliere ich an Sie. Ich appelliere an Sie. Übernehmen Sie Verantwortung für die Menschen im Land, für den Sozialstaat. Stimmen Sie zu und sorgen Sie auch dazu, dass Ihre Länder es im Bundesrat tun. Herzlichen Dank. Jens Peik aus der SPD-Fraktion ist schon einen Schritt weiter, denn der Bundesrat wird am kommenden Montag wahrscheinlich schon ein erstes Mal auf dieses Gesetz gucken und dann möglicherweise einen Vermittlungsausschuss tätig werden lassen. Bärbel Baas jetzt mit dem weiteren Prozedere. Zum Abstimmungsverlauf geben. Wir werden jetzt gleich über einen Teil des Gesetzentwurfs in der zweiten Beratung namentlich abstimmen. Hierfür haben Sie circa 10 Minuten Zeit. Nach Schließung dieser namentlichen Abstimmung folgen 3 einfache Abstimmungen. Danach werde ich die Sitzung bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses unterbrechen. Im Anschluss daran folgt die namentliche Schlussabstimmung, für die wiederum circa 10 Minuten vorgesehen sind. Danach wird die Sitzung für die Auszählung erneut unterbrochen. Wenn ich dieses Ergebnis bekannt gegeben habe, werde ich über die Beschlussempfehlung zu einem Antrag der Fraktion Die Linke ebenfalls namentlich abstimmen. Diese namentliche Abstimmung läuft dann parallel zur Aussprache zu Zusatzpunkt 4. Für diese dritte namentliche Abstimmung haben Sie dann 30 Minuten Zeit. Das Zeitfenster für die beiden ersten namentlichen Abstimmungen beträgt jeweils 10 Minuten, um einen zusammenhängenden Abschluss des laufenden Tagesordnungspunktes einigermaßen zu gewährleisten. Ab der dritten namentlichen Abstimmung sind für heute jeweils 30 Minuten vorgesehen, nicht zuletzt im Hinblick auf parallele Beratungen in einigen Gremien, insbesondere im Haushaltsausschuss. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches und anderer Gesetze, Einführung eines Bürgergeldes. Hierzu liegt mir eine Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4360 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 3873 und 4226 in der Ausschussfassung
anzunehmen. Die Fraktion der CDU-CSU hat beantragt, über den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung getrennt abzustimmen, und zwar zum einen über die Artikel 5, Nummer 1f, Nummer 5, Nummer 15, Nummer 17, Nummer 18. Das sind die Paragraphen 28a, 143 des 12. Buches Sozialgesetzbuch, Fortschreibung des Regelbedarfs, der Regelbedarfsstufen, und zum anderen über den Gesetzentwurf im Übrigen. Ich rufe zunächst auf. Den Artikel 5, Nummer 1f, Nummer 5, Nummer 15, Nummer 17, Nummer 18 in der Ausschussfassung. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung circa 10 Minuten Zeit. Ich bitte jetzt die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist erfolgt, wie ich sehe. Dann eröffne ich hiermit für 10 Minuten die namentliche Abstimmung. So, jetzt haben wir. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung werde ich Ihnen dann rechtzeitig noch bekannt geben. So, jetzt geht das große Gewusel hier los, wie man sieht, nicht nur hier im Saal, sondern auch in der Westlobby, also auf den Gängen rund um den Plenarsaal, wo die Abstimmungsurnen bereits bereitstehen für die Abgeordneten, können wir uns sicherlich auch angucken. Da werden jetzt also die Abgeordneten ihr Votum abgeben für einen Teil des Bürgergeldgesetzes. Und Sie haben sicherlich mitbekommen, was Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, hier eben aufgerufen hat. Jetzt geht es ausschließlich um den Bereich in diesem Bürgergeldgesetz, der sich mit den sogenannten Regelsätzen beschäftigt, also mit der Erhöhung dessen, der Erhöhung dessen, was jetzt unter ALG II, Hartz IV in der Regel läuft, die Anhebung um rund 50 Euro für einzelne Personen. Das ist ja dann in anderen Bereichen dann nochmal weiter ausdifferenziert. Und das ist jetzt Parteipolitik, was hier passiert, denn die Ampelkoalition wird einer separaten und ausschließlich auf diesen Regelsätzen basierenden Abstimmung natürlich nicht zustimmen. Sie möchte das ganze Gesetz durchbringen. Deswegen wird es hier mutmaßlich einen Teilerfolg geben für die Unionsfraktion. Und da wird man der Koalition vorhalten, sie wolle noch nicht einmal, dass die Regelsätze erhöht werden. Das ist Politik. Ob das schlau ist, ist eine andere Frage. Aber es dient hier sicherlich auch noch mal zur Polarisierung innerhalb dieser Debatte, die ohnehin ein klein wenig polarisiert geführt worden ist in der vergangenen etwas mehr als einen Stunde. Diese Abstimmung läuft jetzt. Sie sehen Hochbetrieb in der Lobby, habe ich eben Ihnen auch schon gesagt. Der Saal ist gerade vergleichsweise leer. Das Ganze wird gut 10 Minuten dauern. Wir nutzen die Gelegenheit, um uns einzelne Teile der heutigen Debatte noch einmal anzusehen und den Argumentationsaustausch, den es da gegeben hat. Und wir beginnen gleich ganz vorne um ungefähr 8:45 trat zunächst der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ans Rednerpult und ihm folgte dann Hermann Gröhe, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, mit seinen Argumenten in dieser Debatte. Aber wir beginnen, während wir noch die Bilder sehen aus der Lobby, wo auch schon ein Teil der Abstimmung stattgefunden hat. Das geht ja schnell, so ein Kärtchen einzuwerfen für Ja oder Nein oder auch Enthaltung. Also während wir das noch sehen, jetzt erstmal der Blick auf den Morgen und es beginnt Hubertus Heil. Das Bürgergeld, meine Damen und Herren, ist die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren. Wir verfolgen als Bundesregierung, als Koalition damit vor allen Dingen zwei Ziele. Ja, es geht darum, dass Menschen, die in existenzielle Not geraten sind, verlässlich und so unbürokratisch wie möglich abgesichert werden. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen nicht nur Schutz geben in Zeiten der Not. Wir wollen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben schaffen. Ich habe es eben am Beispiel dieses Mannes am sozialen Arbeitsmarkt beschrieben. Aber wir sagen das auch mit Blick auf die Realität der Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland. Wenn es so ist, dass 2/3 der langzeitarbeitslosen Menschen heute keinen abgeschlossenen Berufsabschluss haben und sie im alten Hartz-IV-System dann hin und wieder vielleicht mal in Hilfstätigkeiten vermittelt werden, aber das Jobcenter sie nach ein paar Monaten wieder sieht und sie nicht dauerhaft nachhaltig in Arbeit vermittelt werden, dann ist im System was falsch. Mit dem Bürgergeld ändern wir das. Wir schaffen die Chance, dass Menschen nicht in Hilfstätigkeiten vermittelt werden müssen, sondern einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das ist auch ein Beitrag für Fachkräfte und Arbeitskräfte.
Mit dem Bürgergeld reagieren wir auf zwei fundamentale Veränderungen. Erstens ist der Arbeitsmarkt heute ein völlig anderer als vor 20 Jahren. Damals hatten wir Massenarbeitslosigkeit, heute in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel. Und zweitens ist es wichtig, aus den Erfahrungen der Krisen der letzten Jahre, auch der aktuellen Krise, zu lernen, wenn es darum geht, für weniger Bürokratie im System und für mehr Respekt für die Menschen zu sorgen. Für Notlagen, meine Damen und Herren, brauchen wir Lösungen, die funktionieren, so unbürokratisch und so bürgerfreundlich wie möglich. Wir sorgen mit dem Bürgergeld dafür, dass wir überflüssige Bürokratie in den Jobcentern abbauen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jobcenter, die übrigens eine hervorragende Arbeit leisten, tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ein Beispiel ist das, was die Jobcenter immer gefordert haben, zum Beispiel eine Bagatellgrenze für Kleinstbeträge, wo Menschen mit bescheiden Belästigten überzogen werden. Da lohnt weder Aufwand noch Nutzen. Das schaffen wir ab. Vor allen Dingen, meine Damen und Herren, aber sorgen wir für angemessenen Schutz. Ein wichtiger Teil der Reform ist die Erhöhung des Regelsatzes. Es geht darum, dass das Bürgergeld, was die Erhöhung und Anpassung der Regelsätze betrifft, der Inflationsentwicklung zukünftig nicht mehr hinterherlaufen. Das ist gerade jetzt besonders wichtig. Aber ich sage auch klar und deutlich, damit kann es nicht getan sein. Die Qualität eines Sozialstaats bemisst sich nicht allein an der Höhe des sozialen Transfers, sondern die Qualität des Sozialstaats bemisst sich vor allen Dingen daran, wie sehr er in der Lage ist, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben am Arbeit zu bringen. Und ich sage es noch mal am Beispiel des Mannes, den ich eingangs genannt habe. Der hat mir erzählt, was er in den 15 Jahren erlebt hat, wie er sich die Finger wund geschrieben hat, wie ihm die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und dem Mann geht es heute besser in Arbeit. Er sagt, ich fühle mich wertgeschätzt. Ich leiste was. Ich habe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, für die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Geld verdienen, aber es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und damit sorgen wir auch mit dem Bürgergeld dafür, dass Leistung sich lohnt. Und wir setzen Anreize, einen Berufsabschluss nachzuholen. Wir ermöglichen das nicht nur, denn wer das einmal bei Menschen erlebt hat, die einen Berufsabschluss verpasst haben, die sich dann wieder aufrappeln, das ist sehr anstrengend. Und wir wollen, dass Leistung zählt und dass auch mit finanziellen Anreizen belohnt wird mit dem Weiterbildungsgeld. Wir werden dafür sorgen, und da bin ich den Koalitionsfraktionen sehr dankbar, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir Zuverdienstgrenzen im Bürgergeld erhöhen, damit Leistung sich lohnt. Das war nicht nur ein Anliegen der FDP, aber die FDP hat sich besonders dafür eingesetzt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt, meine Damen und Herren, muss ich an die Adresse der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mal meiner Verwunderung Ausdruck bringen, dass Sie heute den Antrag stellen, dass nur der Regelsatz erhöht wird. Wenn Sie wochenlang rumlaufen und sagen, mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeit nicht mehr, und gleichzeitig nur den Regelsatz erhöhen, dann ist da ein gewisser logischer Bruch, um es ganz deutlich zu sagen. Merken Sie selbst einmal. Denn Arbeit muss einen Unterschied machen. Arbeit muss sich lohnen in Deutschland. Und dafür sorgt die Koalition. Deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht, meine Damen und Herren, auf 12 Euro. Und die CDU-CSU hat nicht mitgestimmt. Deshalb kämpfen wir für mehr Tarifbindung und brauchen auch da noch ein bisschen Unterstützung. Kann die Union sich auch verdient machen. Deshalb haben wir das Wohngeld heute auf der Tagesordnung, gerade in diesen Zeiten. Deshalb haben wir Beiträge und Steuern für Geringverdiener gesorgt. Denn Arbeit muss einen Unterschied machen. Aber in diesen Zeiten, in denen die gesellschaftliche Stimmung angespannt ist aufgrund der Krise, werden und dürfen keine Demokratinnen und Demokraten zulassen, dass geringverdienende Menschen gegen bedürftige Menschen ausgespielt werden. Wir müssen die gesamte Gesellschaft im Blick haben und dieses Land zusammenhalten. Es ist völlig verfehlt, dass Sie in dem Bereich der Integration in Arbeit 600 Millionen Euro kürzen wollen. Tun Sie doch nicht so, als hilft ein neuer Name, wenn Sie beim Geld für die Jobcenter kürzen. Für uns als Union war stets klar, Vorfahrt für Vermittlung. Wir halten am Fordern fest, aber wir müssen beim Fördern besser werden. Wir wollen nicht, dass alles so bleibt, wie Sie es permanent unterstellen. Bis heute verweigern Sie jede sachliche Debatte über die grundsätzlichen Webfehler Ihres Gesetzes. Ich dachte zunächst, da sei die Ampel Angst vor Argumenten. Inzwischen weiß ich, Sie haben sogar vor unseren Fragen Angst. Es ist doch ungeheuerlich,
dass Sie es der Opposition verweigern, den Bundesrechnungshof in einer Anhörung dieses Parlaments zu befragen, eine Institution, der das Grundgesetz richterliche Unabhängigkeit zuschreibt. Und Sie wollen diese Antworten nicht im Parlament hören. Unglaublich! Glauben Sie eigentlich im Ernst, die Arroganz der Mehrheit im Bundestag erhöht die Chancen auf eine Mehrheit im Bundesrat? Wer empfiehlt Ihnen eigentlich so absurde Strategien? Das ist doch unglaublich. Ja, die Zeit wird knapp. Wir wollen am 1. Januar bessere Bedingungen für die Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Aber der Kabinettszeitplan ist der Kabinettszeitplan der Ampel. Der Parlamentszeitplan ist der Parlamentszeitplan der Ampel. Wir haben zu keiner Zeit irgendetwas verzögert. Im Gegenteil, es waren die Arbeitsministerinnen und Minister der Union, die vor einer Woche an Sie als Fraktionen der Ampel geschrieben haben, um welche grundsätzlichen Bedenken es ging. Wir wollten uns ein Vermittlungsverfahren ersparen. Wir wollten Ihnen die Gelegenheit geben, sich zu korrigieren. Sie haben die ungenutzt verstreichen lassen. Und trotz aller persönlichen Herabsetzungen sei mal darauf hingewiesen, die Personalräte der Jobcenter drängen auf eine Verschiebung. Sie schreiben, lesen Sie den Brandbrief. Sie drängen darauf. Herr Dürr, also im Schulhof gilt, wer brüllt, hat Unrecht. Für Herrn Dürr gilt das sogar im Parlament. Meine Damen, meine Herren, also das ist originell. Die Zeit der Abstimmung. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder live, nachdem wir Hermann Gröhe noch mal gehört haben und davor den Bundesarbeitsminister. Zwischenzeitlich haben wir auch schon den Bundeskanzler gesehen, der hier natürlich mit abstimmt in dieser Debatte. Und die erste Abstimmung ist hier gleich beendet. Wir sehen und hören, was Bundestagspräsidentin Baas sagt. Die Abstimmung zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 4360 fort. Unter Buchstabe B empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrages der Fraktion der AfD auf Drucksache 3943 mit dem Titel Aktivierende Grundsicherung statt bedingungslosem Grundeinkommen, Einführung von Bürgerarbeit. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltungen kann ich nicht erkennen. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Und das bedeutet, der Antrag der AfD ist abgelehnt. Jetzt geht es weiter mit drei Anträgen der Linksfraktion. Die Linke auf Drucksache 3901 mit dem Titel Sozialen Arbeitsmarkt ausbauen, 150.000 Langzeitarbeitslose in Erwerbsarbeit bringen. So ist es richtig. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Gegenstimmen ist die Fraktion Die Linke. Enthaltungen sehe ich nicht. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Und auch hier gilt, damit ist der Antrag abgelehnt. Das wird jetzt auch für die beiden folgenden so sein. Deswegen spare ich mir da einen Zwischenkommentar. Mit dem Titel Sanktionen abschaffen, keine Kürzungen am Existenzminimum vornehmen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU und die AfD-Fraktion. Gegenprobe. Das Ablehnung bei der Fraktion Die Linke. Enthaltungen kann ich nicht erkennen. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der ersten namentlichen Abstimmung unterbreche ich jetzt kurz die Sitzung. So, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen spekulieren, wie lange das wohl dauern wird. Die Abstimmung ist beendet worden vor knapp, na, ich sag mal 3 Minuten, glaube ich. Dann hat die Bundestagspräsidentin ja hier bereits 2 Anträge aufgerufen und abstimmen lassen. Nein, 3 sogar. Ein dritter Antrag aus den Reihen der Linksfraktion wird nachher noch namentlich abgestimmt werden. Es ist ein bisschen
anders als sonst hier heute. Aber wir versuchen mit Ihnen und mit der Bundestagspräsidentin den Überblick zu behalten. Wie gesagt, die Sitzung ist jetzt unterbrochen, weil die Abstimmung von eben ausgezählt wird, in der es ja darum ging, dass die Unionsfraktion gefordert hatte, dass nur über einen Teil des Bürgergeldgesetzes abgestimmt wird, nämlich über die Regelsätze. Da ist die Union ja durchaus dafür, dass die Regelsätze dann aber für ALG II bzw. Hartz IV im Anfang nächsten Jahres steigen sollen. Aber die Koalition macht das nicht mit, weil sie sagt, wir wollen über das ganze Bürgergeldgesetz abstimmen und nicht nur über einzelne Punkte. Aus Sicht der Koalition ist das Ganze ja auch als ein Gesamtwerk zu betrachten. So, Sitzungsunterbrechung. Wir rechnen mit gut 10 Minuten, die es braucht, um die Stimmkarten auszuzählen. Wir bereiten uns auch schon mal hier so ein bisschen auf die Mehrheitszahlen vor und wir nutzen die Gelegenheit noch einmal auf weitere Debattenteile und Rednerinnen und Redner zurückzuschauen und sie zusammenzufassen. Und das bedeutet, dass wir Ihnen jetzt noch mal zeigen, Norbert Kleinwächter aus der AfD-Fraktion und davor Britta Hasselmann, die Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und dann sind wir in knapp 10 Minuten wieder live dabei. Die Diskussion über eine dieser größten Sozialreformen der letzten Jahrzehnte, nämlich das Bürgergeld, ist eine sehr wichtige und sie wird sehr kontrovers geführt. Lieber Hermann Gröhe, ich habe Sie hier schon sehr oft reden gehört und ich schätze Sie sehr. Aber Ihre Rede hat gezeigt, wie schwer es Ihnen fällt, die Position von Friedrich Merz und Söder zu vertreten. Im Verfahren. Und das wird dem Anliegen, das mit dem Bürgergeld verbunden wird, mit den vielen Menschen, die davon profitieren werden und die betroffen sind, in keiner Weise gerecht, meine Damen und Herren. Und eins steht auch fest: Friedrich Merz spitzt zwar die Lippen öffentlich, ja, und er geht sich in Vorurteilen gegenüber Menschen, die betroffen sind, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die arm sind, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben, schürt Sozialneid ohne Ende, eine solche soziale Kälte in Krisenzeiten kaum zu ertragen und verantwortungslos. Aber hier im Parlament kneift er heute. Es ist auch einfacher, Interviews zu geben, bei denen keiner widersprechen kann, meine Damen und Herren. Weil heute wären wir mit Ihren Argumenten, die Sie öffentlich führen, mit Ihnen hier scharf ins Gericht gegangen, meine Damen und Herren. Aber, meine Damen und Herren, es geht halt um die Lebenswirklichkeiten. Die sind in diesem Land verschieden. Und wie soll jemand, der in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit lebt und sich vielleicht überlegen muss, ob er zur Party mit dem Privatjet oder mit dem Auto oder dem Zug fliegt, wie soll so jemand sich in die Lebenswirklichkeit einer alleinerziehenden Frau versetzen, die überlegen muss, ob sie Turnschuhe für das Kind kaufen kann oder ob sie vielleicht heute einen Ausflug machen kann in eine Eisdiele und mehr als 3 Kugeln Eis für ihre 3 Kinder drin sind. Da kann man auch nicht erwarten, dass man sich da reinversetzen kann. Aber was ich von Ihnen erwarte, ist Respekt. Respekt vor der Lebenslage eines jeden Menschen. Und den haben Sie nicht. Meine Damen und Herren, das Bürgergeld ist viel mehr als eine Regelsatzerhöhung. Und deshalb beschließen wir es heute auch insgesamt. Es ist eine Reform des Arbeitsmarktes. Es wird Veränderungen bringen. Denn, meine Damen und Herren, das Bürgergeld schafft Qualifizierung und Weiterbildung. Es schafft Perspektiven für Menschen. Und selbstverständlich geht es um Vermittlung. Aber es geht nicht mehr einfach nur um bloße Vermittlung, sondern um Qualifizierung und Beschäftigung. Meine Damen und Herren, es geht um...
des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze zur Einführung eines Bürgergeldes, hier Artikel 5, Nummer 1f, Nummer 5, Nummer 15, Nummer 17, Nummer 18, die Paragraphen 28a, 134 SGB 7, Fortschreibung der Regelbedarfsstufen. Abgegebene Stimmkarten 683. Mit Ja haben gestimmt 681. Mit Nein hat niemand gestimmt. Es gab 2 Enthaltungen. Damit sind die übrigen Teile des Gesetzentwurfs angenommen. Und alle. So, wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung. Und damit Nein? Sie haben das verlesen und jetzt müssen wir über die übrigen. Ach so, Entschuldigung, ja, ich habe wir haben hier in der Übergabe ein kleines Problem. Also wir setzen die Abstimmung zu dem Entwurf eines Bürgergeldesgesetzes der Bundesregierung fort. Und jetzt rufe ich auf die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Diejenigen, die den übrigen Teilen des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, bitte ich um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit sind die übrigen Teile des Gesetzentwurfs angenommen. Bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und AfD haben dagegen gestimmt. Die Fraktion Die Linke hat sich enthalten. Damit sind jetzt alle Teile des Gesetzentwurfs in zweiter Beratung angenommen. Und wir kommen zur dritten Beratung und Schlussabstimmung und damit zur zweiten namentlichen Abstimmung. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme wiederum 10 Minuten Zeit. Ich weise jetzt schon darauf hin, dass nach der namentlichen Abstimmung während der Auszählung des Ergebnisses die Sitzung unterbrochen wird. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist bereits der Fall. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung für nunmehr 10 Minuten. So, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachsortieren für höhere Regelsätze. Also alle, da hat es im Vorfeld unterschiedliche Aussagen gegeben. Und diesen Punkt haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt ist auch die zweite Beratung abgeschlossen worden. Und jetzt sind wir bei der Schlussabstimmung. Das ist jetzt innerhalb der dritten Beratung und dann wird das Bürgergeldgesetz mit den Stimmen der Koalition, da wird es ja nicht mehr eine so deutliche Mehrheit oder ein so deutliches Ja an Stimmen geben für das Bürgergeldgesetz, sondern da wird die Koalition ihre Stimmen von 416 auf die Waagschale bringen und dann muss man beobachten, wie sich die Linke beispielsweise dazu verhält, die ja durchaus einiges an Kritik geäußert hat an diesem Bürgergeldgesetz und auch die Regelsätze beispielsweise, die Regelsatzerhöhung für zu niedrig hält. Das bedeutet, dass wir jetzt hier wieder eine Unterbrechung haben im Plenum für diese Abstimmung. Dafür sind wieder knapp 10 Minuten angesetzt und das gibt uns die Gelegenheit, nochmal zu schauen auf die Debatte, die wir gesehen haben. Und wir machen es jetzt mit einem Ausschnitt aus den Reden von Johannes Vogel und Dietmar Bartsch. Demokratie lebt vom Wettstreit der Argumente. Und die Opposition soll deswegen natürlich die Koalition kritisieren. Auch beim Bürgergeld. Nehmen wir das Beispiel Schonvermögen. Wir sind der Meinung, dass wenn zum Beispiel ein Selbstständiger durch einen Schicksalsschlag auf die Grundsicherung angewiesen ist, dass er nicht als erstes seine Altersvorsorge aufbrauchen soll. Sie sehen das anders. Das ist Ihr gutes Recht. Darüber können wir hier streiten. Es macht aber einen zentralen Unterschied, und das ist bei mir bei dieser Debatte wirklich wichtig, es macht einen zentralen Unterschied, ob man ein alternatives politisches Urteil fällt oder ob man alternative Fakten erfindet. Und das haben wir hier in der Bürgergelddebatte erlebt. Wir brauchen in der Demokratie, und das ist mir wirklich ernst, eine gemeinsame Debattengrundlage auf Basis von Fakten. Und mir liegt hier der sitzungswöchentliche Brief von Friedrich Merz aus der letzten Sitzungswoche, erste Lesung Bürgergeld, vor, wo sich schwarz auf weiß Aussagen finden, die wir auch die letzten Tage immer wieder in der Debatte gehört haben. Mit dem Bürgergeld soll eine 6-monatige sanktionsfreie Karenzzeit eingeführt werden, sagen Sie, Herr Merz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht nicht wahr. Es stimmt nicht.
Es gibt keine sanktionsfreien Zeiten im Bürgergeld, sondern 80% der Sanktionen werden auch in den ersten 6 Monaten weiter verhängt und danach sogar das volle verfassungsrechtlich mögliche Maße. Es ist kein Geheimnis. Kolleginnen und Kollegen der Grünen hätten sich das anders gewünscht. Das ist auch okay in einer Demokratie. Aber wer etwas anderes verbreitet, der verbreitet Fake News. Und das geht nicht in der demokratischen Debatte. Ein weiteres Zitat aus Ihrem Brief. Die Regelsätze sollen über die Inflationsanpassung hinaus angehoben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht nicht wahr. Es stimmt nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. An der Berechnungsmethode der Regelsätze ändert sich nichts. Zu Recht gleichen wir die Inflation nicht mehr 1,5 Jahre später aus. Das ist auch eine Frage der Fairness. Und ja, es ist bekannt, manche Kolleginnen und Kollegen aus Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen hätten sich eine andere Berechnungsmethode gewünscht. Aber das steht nicht im Gesetzentwurf, den wir hier beraten. Und vollends schizophren wird es, wenn Sie behaupten, durch das Bürgergeld lohne sich Arbeit in Deutschland nicht mehr. Das ist erstens in jedem einzelnen Fall falsch. Und zweitens polemisieren Sie damit gegen eine Berechnungsmethode der Regelsätze, die eine CDU-Ministerin selber eingeführt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch schizophren und unredlich. Richtig ist, dass in unserem Sozialstaat, übrigens vorgegeben durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Ansprüche auf das Existenzminimum, zum Beispiel bei großen Familien, so hoch sind, dass ein Alleinverdiener mit Mindestlohn das nicht alleine durch seinen Arbeitslohn erwirtschaftet. Das ist richtig. Das ist Ausdruck auch des Sozialstaatsprinzips. Das gibt unsere Verfassung vor. Das hat aber genau nichts mit dem Bürgergeld zu tun, weil das heute schon so der Fall ist und auch richtigerweise der Fall ist. Die Frage ist also, wie können wir dafür sorgen, dass sich Anstrengungen zum Beispiel auch bei diesen großen Familien, wenn Menschen arbeiten, stärker lohnt. Heute schon gibt es keinen Fall, wo der, der arbeitet, weniger hat als der, der nicht arbeitet. Und das ist auch richtig. Durch Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, all das, was wir auch jetzt anpassen an die Inflation. Aber richtig ist, es muss sich stärker lohnen. Und dann muss man an ein Thema ran, was mir in der Tat sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Zuverdienstregeln. Und deshalb ist es auch so absurd, was die Union diese Woche vorschlägt, nämlich einfach nur die Regelsätze zu erhöhen, ohne durch die Reform des Bürgergelds auch für mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen zu sorgen. Das müssen wir doch tun. Es muss sich mehr lohnen, Schritt für Schritt rauszuwachsen aus der Grundsicherung. Und das schaffen wir jetzt endlich. Das ist Kern der Bürgergeldreform, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit machen wir übrigens auch klar, dass junge Menschen in diesem Land endlich stärker Piloten des eigenen Lebens werden. Heute lohnt sich nämlich auch eine Ausbildung nicht. Das machen wir anders. Das machen wir besser durchs Bürgergeld. Heute werden zum Beispiel, wenn Annika, die in einer Hartz-IV-Familie groß wird, im Minijob arbeitet, kann sie von 520 Euro 184 behalten. Wenn Aische, deren Eltern finanziell auf eigenen Beinen stehen, denselben Minijob macht, dann kann sie 520 Euro behalten. Junge Menschen erfahren schon in diesem Land heute vor dem Bürgergeld, am Anfang ihres Lebens, dass sich ihre Anstrengung nicht lohnt, dass es keinen Unterschied macht, wenn sie arbeiten, dass sie schlechtere Chancen haben, weil ihre Eltern in schwieriger Lage sind. Das ist das Gegenteil von Chancenunabhängigkeit, unabhängig von der Herkunft. Und das verbessern wir endlich durch mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen. Das macht nämlich vor allem was in den Köpfen. Meine Fraktion hat diese Woche 3 junge Menschen nach Berlin eingeladen. Ferhat, Sarah und Alex. Jeder kann sich ihre Geschichten gerade seit heute Morgen auf YouTube anschauen. Sie beschreiben sehr eindrücklich, was das in den Köpfen und den Herzen macht, wenn man schlechtere Chancen hat, wegen der Familie, in die man geboren wurde. Wir müssen uns doch nicht wundern, dass in unserem Land Chancen stärker von der Herkunft abhängen, wenn wir bereits am Anfang des Lebens junge Menschen Steine in den Weg legen. Das schaffen wir endlich ab. Und darauf bin ich stolz. Denn für diese Menschen kämpfen wir und machen unseren Sozialstaat fairer. Deshalb stimmen wir heute für das Bürgergeld. Vielen Dank. Das, was die Bürgerinnen und Bürger aktuell erleben, das ist nicht anders zu bezeichnen als ein Schmierentheater. Die Wirtschaftsweisen haben angesichts der Krise höhere Steuern für die Topverdiener verlangt, völlig zu Recht. Und Sie, die Union, lehnen das ab.
Sie spielen stattdessen Geringverdiener gegen Arbeitslose aus. Das Milliardenvermögen der Superreichen schützen und das sogenannte Schonvermögen von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, in Frage stellen. Das ist unwürdig, insbesondere mit dem Blick auf das C in Ihrem Namen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Britta Hasselmann, die Lebenswirklichkeit ist, dass die Regelsätze jetzt 449 Euro betragen. Ich erinnere daran, dass im Januar die Regelsätze um 3 Euro erhöht worden sind. Das war erbärmlich. Das war der Start der Koalition. 3 Euro, so viel kostet heute ein Stück Butter. Die Inflation liegt bei 10%. Sie hätten die Regelsätze schon im Sommer mindestens um diese 53 Euro anheben müssen. Jetzt laufen die Taschen übrig. Fortschritt, Koalition. In der Realität ist das eine Schnarchkoalition. Immer zu spät und immer zu wenig. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Bei den Energiepreisen, Deckelung viel zu spät. Erhöhung der Regelsätze, Inflation verpennt. Jetzt ist November. Sie mit Ihrer Bresigkeit haben Friedrich Merz erst ermöglicht. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Wir erkennen ganz klar an, es gibt Fortschritte. Hubertus Heil hat das an einem Beispiel eindringlich geschildert. Schüler, Azubis, Studierende können deutlich mehr behalten von ihren Verdiensten. Das ist gut. Die zweijährige Karenzzeit beim Wohnen, sicherlich positiv, überhaupt keine Frage. Aber bei allen Fortschritten, das Bürgergeld ist nicht im Ansatz armutsfest. 53 Euro bleiben Armut per Gesetz, meine Damen und Herren. Berücksichtigt man die Inflation, sind das 0,0, meine Damen und Herren. Liebe Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, was steht in eurem Wahlprogramm? Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Mit 53 Euro, was für ein Käse! Und was steht noch in eurem Wahlprogramm? Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine und eine neue Winterjacke nicht zu untragbaren Last werden. Das leistet das Bürgergeld ausdrücklich nicht. Das Bürgergeld ist zu wenig für Würde. Und auch zu wenig für eine neue Waschmaschine, meine Damen und Herren. Bürgergeld klingt gut, aber real ist es eben keine Abkehr von Hartz IV. Das System bleibt erhalten. In der Substanz ist es Hartz V, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von denen, die meinen, die Regelsätze dürfen nicht armutsfest sein und das Schonvermögen müsste möglichst gering sein, da wird immer denn das Lohnabstandsgebot angeführt. Wie absurd ist das denn? Wir haben kein Problem mit zu hohen Regelsätzen. Wir haben aber ein millionenfaches Lohnproblem. Und das wird dann zu einem Rentenproblem. Im Verkauf, in der Pflege, bei den Dienstleistungen sind die Löhne schlicht zu niedrig. Die Löhne müssen rauf und nicht die Leistungen politisch kleingerechnet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer auch das Kind heißen mag, am 1. Januar müssen die Sätze steigen und wir brauchen schleunigst dann eine realistische Neuberechnung, die Menschen wirklich tatsächlich vor Armut schützt und ein Leben in Würde garantiert. Und in der Zwischenzeit, da brauchen wir monatliche Zuschläge, wie das in unserem Antrag steht. Das wäre eine Brücke, meine Damen und Herren. Und der Union kann ich nur zurufen, hören Sie mit Ihrer Blockade auf. Kein Verschiebebahnhof zum 1.7. Die Lage ist für die Betroffenen vielfach dramatisch. Nehmen Sie bitte diese Menschen in den Blick. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch und davor Johannes Vogel aus der Debatte zum Bürgergeldgesetz. Und wenn wir jetzt hier in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages gucken, dann sehen wir, dass er relativ gut besetzt ist. Das liegt an Folgendem. Die Abstimmung, die Schlussabstimmung, die namentliche Schlussabstimmung zum Bürgergeldgesetz ist beendet und im Moment wird ausgezählt. Solange ist die Sitzung hier unterbrochen. Wir rechnen mit einem Ergebnis in circa 5-6 Minuten und wir nutzen die Gelegenheit, noch mal zwei weitere Redner zu hören aus dieser Debatte, nämlich Jens Teutrine aus der FDP-Fraktion und Kai Whittaker aus der Unionsfraktion. Und wie gesagt, in 5-6 Minuten werden wir dann hier das Ergebnis der Schlussabstimmung haben. Im Zentrum des Bürgergelds steht es nicht, wie immer wieder behauptet wird, mehr Lässigkeit. Im Zentrum des Bürgergelds steht das Leistungsprinzip und Berufseinstiegschancen durch Qualifizierung. Also die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt, das ist das Zentrum des Bürgergelds.
Und wenn man ein Beispiel nennen müsste, ein einziges Beispiel, an dem man das festmacht, dann sind es Auszubildende, die in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft aufwachsen. Wenn die aktuell dort 800 Euro Ausbildungsvergütung haben, dann bleiben ihnen faktisch nur 240 Euro. Der Rest wird angerechnet. Das Hartz-IV-System, was Sie verteidigen, was Sie nicht verändert haben, sagt diesen jungen Menschen, eine Ausbildung und Arbeit lohnt sich nicht. Jetzt ist es so, beim Bürgergeld von 800 Euro dürfen die 604 Euro behalten. Das ist mehr als das 2,5-fache. Die Botschaft des Sozialstaates ist klar. Es lohnt sich zu arbeiten. Es lohnt sich eine Ausbildung. Und wenn Sie jetzt kritisieren, wie kann das denn sein, dass da überhaupt noch was angerechnet wird? Das ist alles nur Aufstiegslyrik. Nein, das verändert bei jungen Menschen etwas im Kopf. Es verändert die Botschaft. Und wenn Sie sagen, wieso ist das zu wenig? Wieso haben Sie es in den letzten Jahren nie angepasst? Wenn das doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, weil es Ihnen nicht um diese jungen Menschen geht, sondern es geht um eine Scheindebatte. Und die Scheindebatte, Herr Gröhe, haben wir erlebt. Sie haben gerade eben wieder vorgeworfen den Brandbrief der Personalräte. Der Brandbrief der Personalräte kam zum ersten Gesetzesentwurf. Wir haben den Gesetzesentwurf angepasst, sodass zum 1.1. nur die Regelsätze in Kraft treten, die Karenzzeit und die Bagatellgrenze, auf Wunsch der BA. Die BA wünscht sich, dass diese Punkte zum 1.1. in Kraft treten. Alles andere wird nach hinten verschoben. Die BA hat in der Anhörung gesagt, sie findet das total gut, dass das stattfindet. Sie hat gesagt, sie braucht diese Vorbereitungszeit und wünsche ich, dass der Bundesrat schnell zu einer Entscheidung kommt, weil eine Blockade ihn schaden würde. Ihr Kollege Stracke ist dann zur Presse gegangen und hat gesagt, die BA würde den Vorschlag der CDU unterstützen, nur die Regelsätze zu erhöhen. Und Sie wiederholen das jetzt gerade sogar noch in der Debatte. Das ist die Form von Fake News, die Sie immer wieder vortragen. Und jeder dieser Fake News zu entkräften, dauert länger, als Sie in die Welt setzen. Und deswegen möchte ich noch einen zweiten Punkt bringen, wo Sie ja vielleicht jetzt mal auch in der Sache was kritisieren. Sie kritisieren das Schonvermögen. Das sei viel zu viel. Unserer Ansicht nach ist, wer kurzfristig ins SGB II reinrutscht, weil er beispielsweise gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hat, Selbstständiger als Beispiel, der sollte nicht sofort sein Haus verkaufen müssen, seine Altersvorsorge aufbrauchen müssen und sein Erspartes. Dann sagt der Kollege Wittecker, ist doch jetzt schon, dass Altersvorsorge ausgenommen wird. Ist doch jetzt schon der Fall. Ich sehe auch Nicken in Ihren Reihen gerade. Guckt man aber genau ins Gesetz, ist das nur die staatlich geförderte Altersvorsorge. Es ist nur Riester und Rürup. Sobald sich jemand entscheidet, privat vorzusorgen, ist die nicht ausgenommen. Und genau diese Feinheiten lassen Sie jedes Mal bei jedem Argument weg und schüren damit eine Debatte, wo es nicht um die Sache geht. Lassen Sie uns um die Sache diskutieren. Wir sind für private Altersvorsorge bei Selbstständigen. Wir sind dafür, dass Sie auch in Aktien investieren können und dass auch geschützt wird, wenn Sie kurzfristig. Es geht um den Entwurf eines 12. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, der Einführung eines Bürgergeldes. Auf den Drucksachen 20/3873, 20/4226 und 20/4360. Abgegeben wurden 679 Stimmkarten, mit Ja haben gestimmt 385, mit Nein haben gestimmt 261. Es gab 33 Enthaltungen. Wir setzen nun die Abstimmung zu der Beschluss. Bitte? Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Das muss ich auch noch sagen. Genau. Er ist angenommen. Das hat jetzt auch ein bisschen zu Verwirrung geführt und die Abgeordneten hätten durchaus gerne applaudiert, aber dadurch, dass dieses Abstimmungsverfahren heute etwas länger dauert, ist das erst so langsam eingesickert ins Bewusstsein. Also Bürgergeldgesetz hier angenommen in der abschließenden Beratung und jetzt wird noch mal aufgerufen ein Antrag der Linken, auch über den wird namentlich abgestimmt. Es geht um die Erhöhung der Regelsätze noch mal. Es ist namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt wiederum in der Westlobby. Sie haben jetzt zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung diesmal 30 Minuten Zeit und wir werden die Sitzung nicht unterbrechen. Sie sollten also nicht weglaufen. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist bereits der Fall. Dann eröffne ich die dritte namentliche Abstimmung. Die Urnen werden geschlossen um 11.05 Uhr.